Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Leute, von der Kolkalo Call-In Show. Hier wieder live und direkt, natürlich nur echt mit dem allerechten Carlo, dem allerechtesten Carlo von der ganzen Twitch-Welt. Hallo, mein lieber wahrer Mike. Hallo, liebe Jule. Hallo, mein lieber Louis. Heute sind wir hier vor Ort in dieser schönen Call-In Show mit dem wunderschönen Thema PC oder Konsole. Heute klären wir das Thema aber wirklich mal bis zum allerletzten. PC oder Konsole? Was ist euer Favorit? Warum zockt man lieber mit dem PC? Warum zockt man lieber mit der Konsole, mit der Xbox, mit der PlayStation und so weiter und so fort? Ja, und ihr könnt euch vielleicht an dieses schöne Ding hier noch erinnern, dieses wunderschöne kleine Teil. Ja, es ist ein Wii, wie habe ich gestern gelernt? Ein Wii-Stick. Leute, ich habe gestern ja hier mit euch ein bisschen meine Kellerkisten ausgemistet, mehr oder weniger erfolgreich. Und dabei habe ich auch meine Wii wiedergefunden. Die Wii, ein wunderschönes Gerät. Also die PlayStation 2, das war schon ein wunderschönes Gerät. Ein schwarzer Monolith, ganz fantastisch. Sexy, sexy, sexy. Aber auf jeden Fall, die Wii, Leute, jahrelang ist es her. 2006 ist sie rausgekommen. Ich habe mir dann irgendwie 2008 geholt. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Irgendwie hat mich das nochmal interessiert. Aber ich bin nicht richtig auf der Wii hängen geblieben. Haben wir gestern alles schon besprochen. Nicht mal mehr Batterien sind drin. Leute, ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Wii. Und der Klassiker natürlich, ne? Dieses Teil, ne? Wenn du das Ding nicht mehr hattest, dieses Bändchen, dann war auf jeden Fall die Renovierungsarbeit oder dass du einen neuen Fernseher brauchtest, das war dann immer nicht mehr lange hin. Musstest immer schön aufpassen und es gab in den Jahren 2006, 2007, 2008 und so, als die Wii noch neu war, ganz fantastische Videos auf YouTube, meine ich. War es nicht, das muss doch schon YouTube gewesen sein. Nicht, dass es jetzt gleich einer sagt, nee, YouTube gab es 2007 noch gar nicht. Nein, es gab, oder vielleicht gab es auch im Fernsehen, dass Leute das privat gefilmt haben, wie sie alle tatsächlich ihre Fernseher geschrottet haben mit ihren Wii-Dingern. Ja, Wii. Das war eigentlich eine schöne Konsole. Ich bin nicht so richtig drauf hängen geblieben, aber sie sah sehr gut aus. Leute, ja, nochmal herzlich willkommen hier zur Kolkalo Call-In Show. Heute schon die 80. Folge. Die 80. Folge Kolkalo Call-In Show hier auf Twitch. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, es ist ja nicht so richtig und wirklich so ganz die 80. Folge. Denn tatsächlich, ihr wisst, im März und im April habe ich auch noch so ein ganz bisschen auf YouTube gestreamt. Habe ich noch so ein paar Streams auf YouTube gemacht. Auch schön mit 0 Zuschauern und Carlo labert in 1 durch. Ja, oder? Konnte ich, habe ich gemacht. Also in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich 90 Folgen, aber scheiß doch der Hund was drauf. Wichtig ist doch, was hier auf Twitch passiert, oder? Wir sind doch Twitch-Leute, komm mal ehrlich, ne? Was die auf YouTube machen, machen die auf YouTube. Wir sind schön auf Twitch und machen es uns heute gemütlich mit dem Thema PC oder Konsole. Unser Thema heute, PC oder Konsole. Ja, also ich sag mal, meine Story mit den PCs und mit dem Konsolengaming, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir hat das angefangen. Tendenz eher Richtung Konsole. Also die Tendenz eher Richtung Konsole. Also ich meine, dass vor meinem Amiga 500 damals, Gott hab ihn selig, dass vor meinem Amiga 500 damals war im Prinzip ein Gameboy da. Ja, da war ein Gameboy da in der Kindheit. Das ist auch mein einziges Erfolgserlebnis. Ich habe Super Mario 2-mal durchgespielt als Kind. Das ist also wirklich auch mein einziges Gaming-Erfolgserlebnis. Von anderen Gaming-Erfolgserlebnissen kann ich überhaupt nicht berichten. Ja, und das war so meins. Das war so der Einstieg, war eigentlich der Gameboy. Dann muss ich irgendwann der Amiga 500 eingestellt haben. Haben wir gestern hier schon ein bisschen drüber gequatscht. 1 Megabyte Speichererweiterung, 50 Mark und noch mehr. Dann konntest du erst den Fußballmanager darauf spielen. Aber absolute Klassiker gab es auf dem Amiga 500. Indiana Jones, The Last Crusade, ja. Da bin ich immer nur, da musstest du so einen Tunnel runter nach rechts und da war ich schon, Tunnel runter rechts, ich war tot. Das habe ich 1 Million Mal gemacht. Ich kam einfach nicht weiter. Ich kam nicht hinten über diese Holzbrücken drüber. Vielleicht kennt es einer, Indiana Jones, The Last Crusade. Das war so Amiga 500. Und dann aber parallel, früher oder später, es war dann so, ich habe dann meinen Game Boy mit einigen Spielen verkauft. Und dann habe ich tatsächlich
Game Boy mit einigen Spielen verkauft und dann habe ich mir davon tatsächlich ein Super Nintendo Entertainment System geholt. Also ich gehörte nicht zu denen, wo wirklich das NES, das Nintendo Entertainment System, das NES, das war nicht meine erste Konsole. Nein, meine erste Konsole war tatsächlich das Super Nintendo Entertainment System, SNES, Super Nintendo Entertainment System, mit diesen etwas rundlichen Pads und so. Aber auch da bin ich dann schnell an Super Mario und so verzweifelt. Das habe ich auf jeden Fall nicht durchgeschafft, nicht durchgespielt. Habe nicht verstanden, wie Super Mario mit diesem Cape, wie man den fliegt und so. Da war ich dann auch bedient. Da war ich auch schnell bedient bei sowas. Deswegen. Nee, aber so ging es dann weiter. Dann gab es eine ganze Zeit lang nichts. Und dann kam irgendwann die PlayStation 2 in mein Leben. Da will ich euch mal vorspielen. Das habe ich in meiner Insta-Story gemacht. Finde ich ganz großartig, dass es da sowas gab überhaupt. Muss ich gerade mal gucken. Pass auf. Hier, die hatten den PlayStation-Sound. Wenn du die PlayStation 2 angemacht hast, und das war für mich wirklich ein Ereignis damals, ich habe mir die geholt vom Mediamarkt mit einem Kumpel, wir haben die zu Hause angemacht, Tekken hatte ich noch dabei als Spiel, dann habe ich diese PlayStation 2 angemacht und es gab diesen Sound und diese Effekte, diese Lichteffekte, diese Icons, die ineinander verschwimmen und so, dann dieses das fand ich ganz fantastisch, finde ich bis heute fantastisch, habe ich bis nicht vergessen, ich weiß genau, wie wir da, ich sehe es noch heute, wie wir da sitzen vom Fernseher und die PlayStation 2 einstecken. PlayStation 2, das war so meine zweite Konsole. Und die Wii, damit war meine Konsolenreise schon beendet. Die Wii war meine letzte Konsole. Also bei mir ging das Game Boy, Amiga 500, Super Nintendo Entertainment System, PlayStation 2 und dann die Wii. Auf der Wii bin ich nicht ganz hängen geblieben. PlayStation 2 habe ich sehr viel gezockt. Super Nintendo Entertainment System habe ich gezockt, bis mir die Finger abgefallen sind, auf jeden Fall. Ja, und natürlich, dann kam natürlich irgendwann das PC-Gaming dazu. Ich habe das eine Zeit gemacht, irgendwie nachdem ich gemerkt hatte damals in meinem Studium, das passt alles mit mir nicht so, mit der Uni und der Fakultät und so weiter, dann bin ich auch viel zu Hause geblieben, habe ich Counter-Strike gespielt und so. Ja, Mensch, Leute, das war 2004, 2005, das waren so die Zeiten, da habe ich Counter-Strike gespielt, Leute. Meine Güte, ist das ewig her, wie alt ist dieses Spiel überhaupt? Counter-Strike Source und so gab es da, ja. Und das war so meine Gaming-Zeit am PC. Davor natürlich noch Fußball-Manager-Spiele, das ist natürlich klar. SimCity auch, ist all diese Sachen, das habe ich natürlich alles durchgehabt auf dem PC. Aber, Leute, das ist ja heute die Frage. PC oder Konsole? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe da keinen Favoriten und ich sehe auch diese ganzen, ich bin da auch gar nicht mehr so tief drin, was da überhaupt die Vor- und Nachteile sind. Kann ich euch gar nicht mehr sagen. Und gestern habe ich schon im Chat hier gelesen, bei Konsole muss man nicht, nee, da sind die Spiele schon drauf oder was? Ach, irgendwie sowas habe ich gelesen. Keine Ahnung. Also ich bin da wirklich, muss ich sagen, deswegen machen wir auch die Sendung hier. Der Carlo lernt immer wieder gerne dazu. Und heute lerne ich von euch. Also PC oder Konsole, wo sind überhaupt die Vor- und Nachteile? So, und jetzt gucke ich nochmal in den Chat. Mein lieber Gembala, du bist auch dabei. Das freut mich sehr. Und mein lieber Silas, moin, du Nerd. Lieber Silas, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, Leute. Ja, schreibt der Mike, gestern, was war das denn bitte für eine Zeit? Lieber Mike, von wegen kein Pong, nein, tatsächlich, Atari und sowas, dafür war ich zu jung, sowas gab es nicht oder mein Vater war in sowas nicht interessiert, sowas hatten wir in den 80ern nicht, wir hätten nicht so ein Atari oder irgendwie sowas. Also Pong überhaupt nicht. Pong hat man dann hinterher gespielt in irgendwelchen Online-Games, ne? Da hat man dann irgendwie Pong gespielt. Aber tatsächlich nicht, oder in irgendwelchen Spielhallen. Irgendwelchen Spielhallen gab es dann auch sowas wie Pong und so oder Space Invaders und sowas. Also das, oder es gab so eine Simulation, so eine Pong-Simulation, vielleicht auf dem Commodore 64. Ein Kumpel von mir hat den Commodore 64. Ich hatte den Amiga 500. Vielleicht gab es da mal so eine Pong-Simulation, so Minigames oder so. Das weiß ich nicht mehr genau, aber tatsächlich auf dem Atari nicht. Ja, und gestern, mein lieber wahrer Mike, wie das so ist, ne? Erwerbsarbeit, bisschen spät dran. Dann wollte ich halt
noch in den Keller gehen und Kisten hochholen, weil ich ja mit euch die Kellerkisten durchgucken wollte. Ist für mich, ne? Manche nehmen ab auf Twitch, ich gucke mit euch endlich mal meinen Keller zusammen durch. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, das wird die nächsten Wochen auch noch so weitergehen. Ich werde noch ein paar Kisten mehr auspacken. Gut. Geschirrkisten, ne? Also Frau Kahle und ich mussten ja irgendwann mal hier die Hausstände zusammenlegen. Da unten sind natürlich auch noch 2, 3 Geschirrkisten bis oben hin voll. Ist quasi noch ein 2. Hausstand da unten, was wir alles irgendwann mal dann runter und aussortiert hatten. Aber da sind noch so alte Teller dabei, die kann ich auch nicht wegtun. Ich kann einfach so schlecht Sachen wegtun. Und diese Geschirrkisten gucken wir garantiert nicht durch. Die bleiben natürlich im Keller. Aber dieser ganze andere Scheiß, den gucken wir mal durch. Gestern schon hier alte Bilder durchgeguckt und so. Ja, und lieber Mike, dann hatte ich hier gestern noch wieder technische Probleme. Dann sind mir irgendwelche Alerts versprungen in Stream Elements und dann war es 8:30, da war ich online. Dann aber schön 4 Stunden gestreamt, ne? Kann sich doch sehen lassen. Mein lieber wahrer Mike gestern vor der Neonwand. Und mein lieber Vape, herzlich willkommen hier im Stream mal wieder, mein lieber VIP-Vape. Kommen Sie ran, rufen Sie mich an. Das hat unser Vape gesagt. Und Leute, ich verrate nicht zu viel, wenn ich euch mal sage, unser Gembala hat mich ein bisschen auf die Idee gebracht, tatsächlich mit PC oder Konsole. Wir hatten ja hier schon auch generell Gaming das Thema hatten, weil wir hatten E-Sports als Thema und so weiter und so fort. Aber so PC oder Konsole, also hier, wie sagt man? Kudos. Sagt man Jule Kudos? Kudos an unseren Gembala. Ich tippe meinen Hut, mein lieber Gembala. Danke für die Inspiration zum Thema PC oder Konsole. Und Leute, ja natürlich, die Leitung ist frei. Call, call, call. Ihr könnt mich jetzt anrufen hier in der Call-Carlo-Show heute zum Thema PC oder Konsole. Die Leitung ist frei. Ach, du chillst schon im Discord. Ja, dann nehme ich doch direkt rein. Das können wir doch machen. Du chillst im Discord. Ja, müsst ihr mir Bescheid sagen. Irgendwie ist heute auch mein iPad nicht richtig geladen. Ich hoffe, das hält hier alles lang genug durch. Mein Lieber, dann hole ich dich doch direkt hier in die Sendung. Hallo? Hi. Ja, hallo, mein lieber Blacky. Leute, hier in der Leitung ist unser Blacky heute zum Thema PC oder Konsole. Mein lieber Blacky, wie geht's dir? Sehr gut, ich habe mich nicht verletzt diese Woche. Du hast dich nicht verletzt? Ja, Leute, dazu müsst ihr wissen, wir haben mit unserem Blacky hier schon mal telefoniert. Der Mann kriegt irgendwelche, haut sich die Köpfe an Metallplatten an, der lässt sich irgendwelche Autoreifen fallen ihm runter, die Haut vom Bein ist ab und. Also, ein absoluter Verletzungsprofi. Aber, mein Lieber, Du hast auf jeden Fall, dir geht's gut, du bist einigermaßen verheilt und du hast heute tatsächlich auch etwas zu sagen zum Thema PC oder Konsole. Ja, dann schieß mal los. Bist du ein PC-Mann oder bist du ein Konsolenmann? Wie sieht's so deine, du bist ein PC-Mann, mein Lieber. Warum denn? Das ist ja, da scheiden sich ja die Geister. Warum bist du, wenn es um Gaming geht, auf der Seite vom PC, sag ich mal? Wie kam das? Weil ich es angenehmer finde, mit Maus und Tastatur zu spielen, aber bei manchen Spielen muss man mit Controller spielen, weil es da richtig angenehm ist. Bei welche Spiele spielt man denn besser mit dem Controller? Das neue Game Fall Guys, was rausgekommen ist, ja. Das sollte man mit Controller spielen, weil es einfach angenehm ist. Das habe ich auch schon mitgekriegt, dass das viele mit Controller spielen, auf jeden Fall. Ja, Landwirtschaftssimulator kann man mit Controller spielen, aber muss man nicht. Wirtschaftssimulator? Mhm, Landwirtschaftssimulator. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich daran denke, muss ich gerade mal überlegen. Ja, nee, doch. Fußballmanager habe ich ja immer mit Maus gespielt. Das ging und mit Tastatur. Ich muss gerade mal überlegen. Weil ich, weißt du, bei mir hat sich so eingebrannt auf dem Super Nintendo. Da war das so, SimCity war da ganz groß auf dem Super Nintendo. Und das habe ich natürlich auf dem Super Nintendo mit Pad gespielt, mit Gamepad. Deswegen musste ich erst so gerade überhaupt mal überlegen, wie das so war. Nee, hast du recht. Ja, also, Fall Guys auf jeden Fall ganz aktuell besser mit Controller und auch Wirtschaftssimulation. Ja. Auch. Landwirtschaftssimulationen, generell Simulationsspiele sind sehr gut mit Controller, sind meistens auch bei Controller ausgelegt zu spielen, aber kann man auch mit Maus und Tastatur spielen. Aber was sagst du denn zu diesem ganzen grundsätzlich, jetzt mal von der Bedienbarkeit ganz abgesehen des Spiels, dieses grundsätzliche Glaubensbekenntnis? Denn zum Beispiel, ich habe neulich den Monte-Stream gesehen. Deswegen muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen interessiert an dem Thema. Ich war sehr überrascht. Mhm. Monte hat da gesessen, nicht nur, dass Gembala ein bisschen die Inspiration hier gegeben hat zu dem Thema, nein. Monte hat da gesessen, Monte hat ja so einen wahnsinnig teuren Rechner dastehen, 15.000 € Rechner. Aber Monte spielt Call of Duty auf der Konsole. Ist jeder selber belassen.
muss man sagen. Ja, aber weißt du, das hätte ich einfach nicht gedacht. Ich dachte, der macht das nicht. Ich dachte, der sitzt da, was weiß ich, wie man das macht beim Ego-Shooter mit einer Tastatur und mit einer Maus und spielt Call of Duty. Aber Monte spielt es mit einem Controller auf der Konsole. Also, ich habe einen anderen Freund, ist auch Twitch-Streamer, will keine Werbung machen. Der spielt, weil spielt Television, ist ein Shooter, ist ein Third-Person-Shooter, muss man dazu sagen. Wie heißt das Spiel? Der Division. Der Division, habe ich noch nie gehört. Der Division. Der Division, okay. Ah, der Division. Wenn man nicht weiß, wie man schreibt. Der Division. Davon gibt es jetzt schon einen zweiten Teil, aber er spielt noch immer den ersten Teil, genau wie ich sehr gerne. Und er spielt den Controller, weil er das angenehmer findet. Es ist jedem dasselbe überlassen. Er ist mit Konsole aufgewachsen. Ich bin mit PC aufgewachsen. Weil nämlich, spielt ihr das dann auch, könnt ihr das dann auch vom PC und von der Konsole gegeneinander spielen in derselben Spielwelt? Gibt es sowas auch? So gesagt, er spielt am PC, aber mit Controller das Game. Ach, er spielt am PC mit Controller, genau. Das habe ich neulich auch schon. Also das war mir auch vollkommen neu. Neulich gucke ich den PietSmiet-Stream hier. Da sitzt der eine Typ von PietSmiet da, tatsächlich, und spielt auf dem PC mit seinem Xbox-Ding. Und das ist per Bluetooth verbunden gewesen. Ja, ich spiele meinen Nintendo Switch-Controller am PC. Also das sind Sachen, die habe ich gar nicht vorher bedacht. Ich dachte, man muss sich ein extra eigenes Pad kaufen, um das mit so extra PC-Pads, aber man nimmt einfach die Konsolen-Pads und die Controller und kann das per Bluetooth verbinden mit dem PC. Man kann es mit Bluetooth verbinden, es muss aber kompatibel sein. Das ist wieder die Sache. Es geht nicht jeder Controller mit dem PC, es muss kompatibel sein. Ah, okay. Gut, das sind ja so diese ganzen, natürlich, ne? Microsoft, Xbox ist Windows-kompatibel. Nicht David, erstmal herzlich willkommen in der Show, mein lieber Nicht-David. Und ja, Leute, herzlich willkommen. Und ich sehe, danke, mein lieber Airline-TV, für deinen Host. Ja, Mensch, Leute, mein Lieber, wir machen sofort weiter mit dem PC-Konsolenthema. Mein lieber Airline, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Host heute, Leute. Airline-TV und unser No Lantern, die sind zusammen unterwegs in Düsseldorf, in Holland diese Woche. Heute ist der vorletzte Tag und heute sind sie schon die ganze Zeit durch Venlo getingelt. Liebe Leute, mein lieber Airline, ich danke dir für deinen Raid. Wahrscheinlich fahrt ihr jetzt nach Hause zurück mit der Bimmelbahn. Spritzbeutel, herzlich willkommen im Stream. Leute, ganz, ganz herzlich willkommen im Stream. Ja, das hier ist eine Call-In-Show und ich habe gerade einen Anrufer in der Leitung. Ich habe den fantastischen Blackie in der Leitung und wir sprechen gerade über das Thema PC oder Konsole. Ja, und jetzt haben wir eben schon gesagt, okay, mit dem Controller sind einfach sehr, sehr viele Spiele besser spielbar. Aber, mein lieber Blackie, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich verstehe es nämlich nicht. Dieser grundsätzliche Gegensatz, dieser PC-Gamer und der Konsolen-Gamer. Wie ist das denn? Gestern habe ich irgendwas im Stream aufgeschnappt aus dem Chat. Da war irgendwie, da war die Frage, bei der Konsole muss ich mir nicht noch extra Spiele kaufen oder beim PC muss ich mir nicht noch extra Spiele kaufen? Irgendwie, da gibt es ja auch Unterschiede, diese ganzen Games, manche Sachen sind exklusiv. Wie ist das bei dir? Es gibt ja auch viele Sachen auf der Konsole, die kannst du mit deinem PC wahrscheinlich gar nicht spielen. Ja, manche Games will ich am PC haben, aber es gibt nicht die Games, Das ist manchmal einfach so. Oder manche Games kommen für die PS4 früher raus und erst Monate später für den PC. Ja. Damit muss man sich abfinden. Aber grundsätzlich bleibe ich auf PC-Seite, weil ich nichts für online bezahlen muss. Das ist wieder ein triftiger Grund bei mir. Was heißt das denn, wenn du mit PC spielst, dass du nichts für online bezahlen musst? Was heißt das? So gesagt, also man kann unter Anführungszeichen sagen, PC-Spieler zahlen ein bisschen mehr dafür. Manchmal aber auch Konsolenspieler zahlen mehr für ihre Spiele als wie wir PC-Spieler. Und müssen dazu auch noch einen Online-Pass holen, dass sie generell Games online spielen dürfen. Okay, also geht das gar nicht. Also du hast noch einige Extrakosten bei der Konsole, die du beim PC nicht hast. Ja.
Aha. Aber beim PC muss ich doch die Spiele auch kaufen. Gut, Counter-Strike kriegt man mittlerweile geschenkt, aber ich meine so grundsätzlich, Ja. du musst doch die Spiele beim PC genauso kaufen. Ja, eh kaufen, aber bei Konsolenspielern, wenn du nicht online gekauft hast, also online für ein Jahr oder für einen Monat gekauft hast, dann kannst du nicht online spielen, dann kannst du nur offline spielen. Ah, okay, verstehe, verstehe. Ah, und jetzt lese ich gerade hier. Ja, nicht bei allen, ja. Ja. Jetzt lese ich gerade hier von Spritzbeutel im Chat. Ah, okay, er hat auch Sachen mit der Maus gezockt, sonst zockt er. Also ich muss eben sagen, das hat mich neulich total überrascht, dass Monte Call of Duty mit dem iPad, mit dem Pad spielt. Und dann hat er gesagt, es gibt eine neue Funktion bei Call of Duty oder so, dass PC-Spieler gegen Konsolenspieler antreten können in so einer Arena. Und er sagte, das wäre unglaublich unfair, weil Spieler, die mit Maus und Tastatur spielen, wären Controller-Spielern haushoch überlegen. Das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden. Ich habe Also, gar nichts so mehr gesagt, verstanden. wenn man jetzt den Shooter Rainbow Six Siege hernimmt, Rainbow Six Siege ist ja ein taktischer Shooter. Ich habe einen Freund, der was auf der Konsole spielt. Ich weiß gerade nicht, welche Konsole. PC-Spieler können flicken, also schneller flicken. Schnellere Reaktionszeit, weil wir einfach mit der Maus einmal kurz rüber gehen und dann direkt zielen und direkt feuern auch. Ja. Bei Konsolenspielern, das ist alles langsamer. Dadurch, wenn man jetzt so sagt, ein Nitro-Handy ist ein C4, wenn man jetzt so sagt, das, was man fernzünden kann, und das können PC-Spieler in der Luft noch abschießen. Bei Konsolenspielern ist das nicht immer so. Manche können das. Und dadurch sind auch PC-Spieler überlegener. Und wir Ah, können okay. auf mehrere Gegner reagieren, schneller reagieren als wie Konsolenspieler. Ah, okay, aber das sind auch manchmal so Details, die aber auch nur auf einem gewissen Niveau überhaupt einen Unterschied machen, ne? Ja, wenn man extrem gut ist bei Konsole, dann kann man alles, unter Anführungszeichen alles, wie auch auf dem PC-Spieler. Ah, okay. Ich lese hier gerade im Chat von wegen Zielhilfe mit der Maus. Das habe ich mich sowieso schon immer gefragt. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie Shroud zielt, was Shroud für ein Aim hat, da denke ich immer, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass bei Shroud doch alles mit echten Dingen zugeht. Aber deswegen frage ich mich auch mal, wahrscheinlich sind einfach auch meine ganzen in Counter-Strike sind zum Beispiel, glaube ich, auch meine ganzen Einstellungen falsch, wie sich die Maus bewegt, die Mausempfindlichkeit. Ich glaube, da kann man ja auch noch einiges rausholen. Ja, mit der Mausempfindlichkeit kann man um einiges besseres Aim rausholen. Auch mit der Visiergeschwindigkeit, also das ist jetzt nicht auf Counter-Strike bezogen, sondern auf Rainbow Six Siege. Wenn du im Ziel bist, also wenn du zielst, dann kann man eine andere Geschwindigkeit einstellen, als wie wenn du nicht zielst. Ja. Ah, okay. Und viele Leute empfehlen, dass man mit einer langsamen Geschwindigkeit anfängt. Und dass sich immer höher arbeitet mit der Geschwindigkeit. Weil weil man muss sich mehr bewegen mit der Maus. Das ist mal das Erste. Das ist auch generell besser für den Arm, wenn man ihn mehr bewegt, als wie nur die Hand. Du denkst auch Und noch man an die Gesundheit nebenbei, ruhiger knallhart. ist. Ja, und man hat dadurch auch ein, also man kann nicht alles so verwackeln, wenn man eine höhere Empfindlichkeit hat. Wenn man eine höhere Empfindlichkeit hat, verwackelt man da nicht mehr? Ja, da verwackelt man nur. Ah, Wenn man okay. eine kleinere hat, verwackelt man nicht so. Ah, Also wenn man eine okay. langsamere hat. Ah, okay. Ja, das sind auch so die ganzen Feinheiten. Da muss ich auch sagen, ne? Deswegen, ich bin auch nie, glaube ich, offenbar nie, also was Manager-Spiele angeht, da war ich schon eher so hardcore, aber was diese ganzen Shooter angeht und so, da habe ich es einfach dann irgendwann aufgegeben, weißt du? Mich dann auch noch da so reinzufuchsen in irgendwelche unterschiedliche Mausgeschwindigkeiten und so weiter und so fort. Schwierig für mich. Schwierig für Also, mich. ich habe eine Einstellung bei der Maus. Ich muss nur einmal meine DPI runtergehen, dann ist meine grüne DPI eingeschaltet. Das ist die Farbe, sehe ich dann auch bei der Maus. Ja. Und dann ist es viel langsamer als wie meine rote DPI. Meine rote DPI ist Outgame, dass ich einfach schneller herumklicken kann. Einfach schneller bin, wenn ich irgendwo hindrücke oder so. Und meine langsamere DPI verwende ich zum Aimen, also zum Spielen. Das heißt, du hast aber auch eine richtige Gamer-Maus.
Ja, für 160 Euro denkt man sich schon, dass man eine richtige Gamer-Maus hat. Okay, ich lese es hier schon gerade im Chat. An vielen Mäusen gibt es einen Knopf, der die DPI mit einem Klick durchschaltet, je nach Situation. Ich verstehe, beim Snipen muss die Maus langsamer sein, als wenn man rennt und sich schnell umsieht. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ja, deswegen machen mich auch die ganzen Russen in Counter-Strike immer so fertig, wenn ich da einfach auf so eine Random-Map gehe und einfach mal eine Stunde spiele. Die haben eben auch diese ganzen Geschichten. Ich habe hier nur meine klobige PC-Maus. Ich meine, für mich wird es wohl noch reichen. Ne? Aber neulich, da habe ich in der Sendung, was war das nochmal für eine Sendung? Da habe ich ja ganz kurz hier mit euch Counter-Strike gespielt. Ach, da hatten wir die Sendung Schlechtes Gewissen. Und immer, wenn ich meine Zeit mit Counter-Strike verbringe, habe ich hinterher ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich hier in der Sendung zum Thema Schlechtes Gewissen ein bisschen Counter-Strike gespielt. Gerade in der Sendung habe ich natürlich gleich 3-4 erwischt. Ne? Also das war natürlich wieder, obwohl ich immer sage, ich bin der schlechteste Counter-Strike-Spieler der Welt. Ja, dann hatte ich natürlich wieder Künstlerglück in dem Fall. Kein Künstlerpech. Ja, das ist wieder die Sache, aber ich finde PC generell besser, weil es gibt ein besseres Spiel-Overlay. Man muss nicht dauerhaft in einen Shop laufen, dass man irgendwie was ein Game kaufen muss oder so. Das kann man, ja, es gibt auch bei Konsolen jetzt Online-Shops, wo man sich Spiele kaufen kann, aber bei PC war das früher besser. Also bei Konsole hat man immer in den Shop laufen müssen für jedes Spiel, was man haben wollte. Ja. Das hat mich auch nicht interessiert, dadurch bin ich auch bei PC geblieben. Hattest du denn gar keine Konsole? Hast du gar keine Geschichte mit Konsolen oder so? Was hast du denn gehabt? Nintendo DS, Nintendo 3DS, eine Wii und jetzt eine Nintendo Switch. Eine Wii! Mensch, ich habe doch gestern auch meine Wii wiedergefunden. Guck mal, da ist sogar noch das Bändchen dran. Ja, das sehe ich gerade. Wii haben wir 85 Spiele. 85 Spiele? Alter, ich habe Mario Kart und dann noch irgend so ein Angeln und das war's. Ja, ich habe zwei Schwestern, die was älter sind wie ich, die haben auch mitgezahlt, also da haben wir alle gemeinsam bezahlt. Ah, ich verstehe schon. Ja, es gibt auch viele Leute, die spielen heute noch aus Überzeugung und mit Begeisterung Wii, das hat sich, glaube ich, gehalten, aber die kann man gar nicht mehr kaufen, ne? Wii kann man nicht mehr kaufen, außer auf will haben. Wenn man da überhaupt noch eine findet, die was nicht kaputt ist. Unsere Wii funktioniert noch und wir spielen auch regelmäßig damit. Auch mit der Switch spielen wir auch regelmäßig. Weil da kennen wir mal den Unterschied zwischen den alten Mario Kart und dem neuen Mario Kart. Ah, okay. Was ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Mario Kart? Viel mehr Charaktere, Auto-Einstellungen. Ja. Ja, ich muss sagen, das klingt schon wieder so, weißt du, ich mochte das auch nie, wenn so Sachen verkompliziert werden. Das Super Mario Kart auf dem Super Nintendo, das war einfach simpel, einfach, das hat immer wieder von neuem Spaß gemacht. Du konntest nichts konfigurieren, nichts, das ist ja klar. Sowas finde ich aber eigentlich auch gut, weißt du? Kann man auf der Wii auch nicht. Also auf der Wii kann man das ja nicht und auf der Nintendo Switch kann man das. Ja, Leute, du siehst es vielleicht gerade nicht, mein lieber Blacky, weil du vielleicht den Stream gerade nicht guckst. Ja, mein lieber Affections. Du schläfst ein, du wirst müde, du changed das Device, mein lieber Affections. Jetzt kommst du erstmal richtig runter hier. Ne? Heute, Thema PC oder Konsole, mein lieber Blacky. Hör mal, der Countdown ist runtergelaufen. Erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Anruf heute, mein lieber Blacky. Also, heute, unser Blacky ist ein richtiger Entschuldigung, um Gottes Willen. Unser Blacky ist ein richtiger PC-Mann, ja, also. Und da haben wir jetzt schon eins... Heute habe ich auch wieder Feuerwehr, also... Wir haben wieder 1-0 auf jeden Fall heute in der Sendung schon für den PC. Und du musst jetzt was? Du musst jetzt rübergehen ins Feuerwehrhaus. Du hast heute eine Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Übung. Saugleitung trainieren. Saugleitung trainieren. Mein Gott, du hast das Maskentraining bestanden, das Atemmaskentraining, jetzt auch noch die Saugleitung. Mein lieber Blacky, ich danke dir ganz herzlich für den Anruf heute zum Thema. Du warst heute unser erster PC-Mann. Mach dir einen schönen Abend. Streng dich nicht zu sehr an. Ist wahrscheinlich immer noch warm bei euch. Blacky, ich danke dir für den Anruf. Gefühlt 50 Grad. Oh, okay. Aber du als Feuerwehrmann hältst das aus. Egal. Mein Lieber, mach's gut, schönen Abend. Danke dir. Ich bedanke mich auch. Eine Frage, war ich der erste Anrufer? Heute ja. War bis jetzt noch keiner. Nein, ich habe gerade erst angefangen. Du warst heute der erste, mein Lieber. Wow. Ja, erster Anrufer. Nein. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Es wird vielleicht bei euch auch sehr heiß, oder? Es geht. Okay, bei euch geht's, ja.
dann schönen Abend noch und euch viel Spaß. Ciao. Danke dir. Ciao, mein lieber Blacky. Und jetzt haben wir direkt den nächsten Anrufer dabei. Hallo, lieber Anrufer, liebe Anruferin. Du bist hier live in der Call-Carlo-Call-In-Show. Jetzt fällt mir das Show-Handy um. Wie darf ich dich denn hier nennen? Einen wunderschönen Wünsche dir, Mike ist hier. Hallo, mein lieber Mike, zum Thema PC oder Konsole. Ja, mein lieber Mike, dann schieß doch jetzt mal gleich raus. Gleich mal direkt los. Hör mal, bist du ein PC-Mann oder bist du ein Konsolenmann? Was ist los mit dir? Also erstmal, bevor ich kämpfe, einfach, was hast denn du bitte für ein geiles T-Shirt an? Jetzt mal, das T-Shirt ja heute für die Gaming, für die Konsolen- und PC-Sendung. Leute, das gab's bei C&A. Das habe ich mir direkt bei C&A bestellt. Hallo. Ach, weg. Ja. Das finde ich gar Knorke. Das ist cool. Das finde ich gut. So, 7,38 Euro. Ich frage mich, wie C&A das immer macht. Die haben immer diese Lizenzen, auch für irgendwelche Filme oder irgendwelche, weißt du, was ich meine? Ich frage mich, wie die das immer hinkriegen. Na, die Hälfte ist für Nintendo. Ja, die Hälfte dann ist für... Dann weißt du, was das T-Shirt kostet und dann kannst du dir ausrechnen, Shippinggebühren, Farbe und was denn der kleine Chinese oder Inder verdient, der dein T-Shirt in die hat. Oh oder ja, mit Füße geklöppelt. Oh ja, also. Oh ja, das stimmt. Mein lieber wahrer Mike, wie sieht's aus bei dir? Bist du PC-Mann oder bist du Konsolenmann? Konsole. Konsole! Was hast du denn für eine Konsolengeschichte? Dann fangen wir doch jetzt mal ganz vorne an. Was war denn deine erste Konsole? Ich habe auch mit dem Nintendo angefangen. Mit was für ein Nintendo? Na, bei mir war zum Anfang der NES, dann kam SNES, dann kam Game Boy. Ja. Zwischendurch hatte ich von Sega so ein riesen Handheld, wo man eine Karte umdrehen machen konnte, dann konntest du den Fernsehen schwarz-weiß kriegen. Ah, okay, oh mein Gott, du, jetzt will ich aber, ich muss gerade nochmal einmal zurück. Du hast mit dem Nintendo Entertainment System angefangen. Ja, genau. Das habe ich damals von, oh, jetzt muss ich überlegen, von der Tante oder vom Onkel halt, das mal geschenkt, die Krieg gehabt. Und damit hat das alles angefangen, ja. Ja, du, ich muss sagen, dieses Nintendo Entertainment System, das war an und für sich eigentlich auch sehr schön. Ja. Ich fand, das sah auch gut aus. Ich hatte das nicht, das hatte ein Kumpel von mir. Meine erste Konsole war ja Super Nintendo. Aber ich fand das eigentlich, dieser Kasten und diese Kassetten und wie Super Mario ausgesehen hat. Genau. Klappe off, Ring geschoben, runtergedrückt, Klappe zu und dann ging es los. Ah, oh ja, das war gut. Ja, das war so ein bisschen wackelig, so ein bisschen teilweise, aber auch nicht verkehrt. So, mein Lieber, und jetzt waren wir gerade abgebrochen bei dem riesen Sega-Teil. Wie ging es danach weiter? Ich bin mir ja nicht sicher. Also ich weiß, denn irgendwann hatte ich eine Playstation. Ich hatte aber zwischendurch, von da ich im Hochhaus gewohnt hatte, habe ich von so einem Opa so ein Pong, deswegen hatte ich dich gefragt, ob du so ein Pong-Gerät hattest. Wir hatten dann so ein Pong-Apparat gekriegt, mit wo man so eine Folie auf dem Fernseher drauf machen konnte. Und dann hast du nicht nur Pong gehabt, sondern Fußball, Eishockey, so weißt du, so ah, das total okay. Kuriose Ding war das gewesen, ja. Ah, okay. So alle. Deswegen hatte ich dich gefragt, ob du das vielleicht auch hattest. Ja gut, die ganzen Klassiker und so, die hat man irgendwann auch mal gespielt, ne, Pong und Space Invaders und so weiter. Aber das war das alles, ich weiß gar nicht, ob das alles so original Atari war oder was das war. Das weiß ich gar nicht genau. Das weiß ich auch nicht. Ja, und dann irgendwann habe ich zu Weihnachten kam dann die PlayStation 1. Und die hatte ich ja ewig. Da hatte ich ja dann, ich glaube... Wie hieß die? PlayStation One? Also in klein? Ja. Mit so einem aufklappbaren Bildschirm für unterwegs. In klein? Wo man im Auto spielen konnte. Ah, okay. Ach ja, das stimmt. Die hatte so einen aufklappbaren Bildschirm ganz auch noch. Ganz clean, so ein ganz Mini-Ding war das irgendwie. Ja, und dann kam PlayStation 2. Ja, und dann hat das Lager gewechselt. Dann bin ich zu Xbox gegangen. Und seitdem bin ich bei Xbox. Weil bei der Xbox war auch immer die Diskussion, warum macht man das mit der Xbox? Wenn man doch einen PC hat, der ja theoretisch auch eine bessere Leistung hat als die Xbox, dann war immer die Frage, warum brauche ich eigentlich eine Xbox, wenn ich überhaupt schon einen PC habe? Hast du dir diese Frage also gestellt? Also ich hatte mal einen PC. Lass mich jetzt 2 Jahre gehabt haben oder so. Dann war der ausgelutscht. Und dann hätte man irgendwelche Teile kaufen müssen, weiß ich nicht, weil irgendwann war das dann so, ich konnte dann keine Spiele mehr richtig spielen,
weil denn die Grafikkarte nicht genau hat funktioniert, außer die Grafikkarte. Oder diese ganze Hin und Her und da musst du was verbessern und da, so kaufe ich mir alle paar Jahre eine Konsole. Da kaufe ich mir jetzt Spiel, dann weiß ich, dass es das funktioniert. Ich muss ja nicht irgendwie auf irgendwas noch achten, weißt du? Also da bist du einfach sorgenfrei, da hast du ein komplettes System bei der Xbox. Ja, also ich da. Aber grundsätzlich der Wechsel zur Xbox, lag das an irgendeinem Game, das es nur für die Xbox gab, oder woran lag das? Nö, eigentlich lag es am Freundeskreis. Weil denn ein Kumpel von mir die Xbox hatte und die fand ich so geil und dann halt Halo war mit bei und diese Taxi Drive, nee, Taxi, glaube ich nur Taxi, so diese, ja. Weißt du, so, genau, und das fand ich so cool und man konnte mit der Musik hören und alles Mögliche und Filme und da war Festplatte drinne und konntest du drauf speichern und ja, und dann habe ich meine Mama gesagt, ich möchte gerne auch eine haben und dann habe ich die gekriegt. Und die hast du dir schenken lassen oder musstest du da noch was bei? Das waren ja immer große Diskussionen. Das waren ja mega Diskussionen. Nee, ich hab das immer geschenkt gekriegt. Du hast das Geschenk gekriegt. Also ich kenne das immer nur als mega Diskussion, wenn es dann irgendwas gab, irgendwie eine neue Konsole oder man wollte da unbedingt irgendwas haben und so. Dann hieß es immer ja zum Geburtstag oder zu Weihnachten und dann. Genau. Ja, aber dann war die natürlich auch teuer trotzdem und dann mussten da manche noch was dazu beisteuern und so. Das war immer ein Nö. unglaubliches Politikum für viele, an so eine Konsole ranzukommen. Nö, das ja nicht. Ich finde eher beim PC, weil die Teile so teuer sind, wenn ich mir wirklich angucke, ja. Zum Beispiel jetzt kommt bald die neue Konsole raus, die neue Xbox, ja. 4K hast du nicht gesehen. Wenn ich einen Computer mir kaufen müsste, der das kann, da gibst du mehr aus als 500 Euro. Weitaus mehr als 500 Euro. Ja, gut, das stimmt. Aber beim Computer ist natürlich immer das Argument gewesen, das kannst du auch noch für irgendwas anderes nehmen. Zum Beispiel, als ich den Amiga 500 gekriegt habe, da haben sich meine Eltern irgendwie eingebildet, ich würde auf dem Amiga 500 auch so ein bisschen Text, Lernen. ja, so ein bisschen Textverarbeitung machen oder irgendwie so ein Zeug. Hat man natürlich nie gemacht, hat man nur Eulimperium drauf gespielt, ist ja klar. Und Anstoß. Ja, aber da kriegst du ja, also da ist jetzt zum Beispiel so für die Arbeit oder wenn ich Schriftkram mache oder so, habe ich ja so ein Chromebook. Das heißt, brauche ich keinen PC, weißt du? Also das ist halt, das fällt halt bei mir komplett aus. Ja gut, das ist klar. Jetzt Vielleicht bin natürlich, ich auch, ja. weil vielleicht liegt es auch daran, weil ich halt älter bin oder so, weißt du? Dass ich das halt nicht so. Die Jugend sieht es vielleicht anders, weißt du? Die braucht ja alles. Ja gut, Die braucht. aber du hast, es stimmt schon. Ich meine, das ganze Laptop-Ding und so hat natürlich sowieso die ganzen, wie man, ja, was man wofür benutzt, einfach nochmal komplett geändert. Ne? Dann war der Laptop war dann irgendwie von der Grafikkarte abgespeckt oder hat gar keine Grafikkarte drin, hat nur so einen Chip irgendwie auf der Platine oder so. Dann kam der für Gaming sowieso nicht mehr so richtig in Frage. Dann konntest du da kurz ein bisschen Textverarbeitung, Excel-Tabelle drauf machen. Dann war natürlich mit dem Laptop war auf einmal die Xbox wieder sehr relevant, ist klar. Aber ich lese gerade hier, Problem ist bei Konsole keine Maus und keine Tastatur. Stimmt ja so auch nicht. Du kannst dir eine Tastatur und eine Maus holen für die Konsole. Du kannst auch mit Tastatur und also bei Xbox kannst du auch damit spielen. Bei manchen Spielen. Ach, du spielst, du kannst Und auf der. was man sagen muss, ich habe nicht so viel Probleme mit Cheater. Oder mit irgendwelchen Leuten, die das Spiel gehackt haben oder weiß ich nicht was, die ständig gewinnen oder irgendwas. Also das ist halt Fair Play, weißt du? Das ist noch so ein bisschen, finde ich, in die Richtung, wo man ja was nicht ganz so ausartet. Also jetzt muss ich also überhaupt mal zwei Sachen festhalten. Du kannst bei der Xbox auch eine Tastatur und eine Maus anschließen. Ja. Und das liegt daran, dass das dieses Windows-Ding ist, oder was ist da Das los? weiß ich nicht, woran das liegt. Ich denke auch, weil bei Xbox hat ja auch behindertengerechte Controller. Also gibt ja Controller, die für Behinderte sind, die halt kein Joystick oder beziehungsweise kein Controller an sich sind, sondern sind halt dann, ich habe das Ding bloß eh mal gesehen, aus den Erinnerungen waren es irgendwie so zwei schwarze Kreise, die sind wohl gummiert, wo man dann mit dem Ellenbogen oder mit der Faust mitspielen kann. Dann kannst du mit dem Pedal, kannst Pedalen dazu kaufen, Ja. dass die dann halt laufen können und das alles. Vielleicht liegt es daran, dass die halt so diese Rundum-Paket sein wollen. Wisst ihr? Also spielen, ja, weil guck mal, die PlayStation und Xbox, die nehmen sich ja nicht viel.
Das hat jetzt ein Von der Leistung, Bild-Konsolen. meinst du? Und ja, deswegen, also viel ist da nicht. Das ist alles das Gleiche. Natürlich kann man sagen, hey, die Xbox X ist die stärkste Konsole der Welt. Ja, ist ja schön und gut, aber ausnutzen tut sie, finde ich persönlich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, hier, Affections schreibt es gerade im Chat. Beim PC kann man Controller benutzen. Ja, das habe ich neulich gelernt, weil jetzt bei Pete's Meet, da haben sie Fall Guys mit dem Controller gespielt. Habe ich da was vollkommen Neues gelernt, dass man sehen. Ich dachte, es gibt spezielle PC-Controller. In meinem Spatzenhirn ist ja gar nicht drin, dass natürlich die Nee, du kannst Xbox. auch den Xbox-Controller Ja, haben. Du brauchst ja bloß eben. so ein extra Dongle oder machst das halt mit Kabel. Ja, Denn eben. über. In meinem Spatzenhirn war überhaupt nicht drin, diese Connection. Natürlich ist Xbox ja auch Microsoft und warum soll dann nicht irgendwie ein Microsoft-Controller mit dem PC funktionieren? Ich dachte immer, man muss da noch einen speziellen PC-Controller kaufen und ach, keine Ahnung, was es alles gibt. Also ich war da gar nicht mehr so drin, aber ich fand das wahnsinnig interessant, was alles geht. Jetzt sagst du, du kannst eine Tastatur an die Xbox anschließen und. Genau. Aber jetzt eben, das Wort ist gefallen. Mein Lieber, du hast als Konsolenspieler weniger Probleme mit Cheatern, wie kommt das denn? Naja, weil Computer kannst du halt alles, ist ja mehr oder weniger Open Source. Du kannst ja auch irgendwelche Sachen runterladen für das Spiel, dass die besser aussehen, dass du nicht mit einem Menschen rumrennst, sondern mit einem Kackerhaufen oder irgendwas. Ja. Die programmieren ja alles so. Ja. Und das ist halt bei der Konsole, gibt es das halt nicht. Das heißt, du kannst dann auch nicht so programmieren, dass du halt immer der Schnellste bist oder dass du, weiß ich nicht, unsterblich bist oder sowas. Gibt es bestimmt auch. Die Russen, die machen ja alles. Aber. Ja, also ich weiß nicht, aber vielleicht haben die auch einfach gute, ganz legale Einstellungen, die ich nicht habe, wenn ich mal Counter-Strike spiele. Ich habe ja auch das Gefühl, ich bin ja immer frei So wild durch und die so. Wand schießen. Bei mir steht das hier. Ja, Durch die Wand gucken. aber ja, durch die Wand gucken ist natürlich noch was anderes als durch die Wand schießen, denn bei Counter-Strike war es ja schon immer so, dass man so durch so dünne Wände oder so hat man ja Genau, da Schaden kannst du gemacht. ja. So ist es ja nicht. Ne? Und dann Genau, aber immer Türen. alle, die keine Ahnung hatten, dann immer so, oh, der cheatet und so. Nein, es ist einfach eine dünne Wand. Einfach eine dünne Wand. Nee, und daher, ich denke, ja, ich hoffe ja auch, dass die sich alle mehr oder weniger langsam mal ein bisschen angleichen, dass auch mehr Crossplay kommt bei Titeln, sag ich mal, die Spaß machen. Ich muss nicht unbedingt Call of Duty gegen jemanden spielen, der am Computer sitzt, weil er ist nun mal schneller mit der Maus. Ja. Das ist so. Da müssen wir uns nicht vormachen, es ist so. Aber wenn alle mit dem Controller spielen, dann haben alle die gleichen Voraussetzungen und dann ist das halt fair. Ah ja, gut. Ja, das sagte eben Monte auch. Da habe ich, wie gesagt, ich habe überhaupt gestutzt, dass Monte an der Konsole spielt, Call of Duty mit dem Controller. Ich dachte, der spielt auch da am PC. Dann sagte er, Leute mit Tastatur und Maus sind Controller-Spielern irgendwie haushoch überlegen. Er findet das nicht gut, dass es dieses Cross-Gaming gibt zwischen PC und Konsole und so Ja, weiter. Also kommt halt immer ich. auf das Spiel drauf an, ne? Was? Ich sag, kommt halt immer auf das Spiel drauf Gut, an. kommt aufs Spiel drauf an, aber ich sag mal so, ne, Monte ist ja wahrscheinlich, also ich kann Monte immer nicht richtig einschätzen. Ist das irgendwie so ein Top-10-Spieler, was Call of Duty angeht? Gibt es da viele, die besser sind als er? Ich kann das überhaupt nicht richtig einschätzen, wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, ne, so wie Monte mit dem Controller Call of Duty spielt, ich sag mal, ja, da muss er schon einen lange suchen, bis er wahrscheinlich einen findet, der da mit Tastatur besser ist. Keine Ahnung. Ja, ist halt immer eine Übungssache, ne? Ja. Mein Lieber, also du bist über deine Freunde auf jeden Fall zur Xbox gekommen. Hast du denn manchmal so eine PlayStation vermisst? Das gab ja dann exklusive Titel für die PlayStation. Jetzt für die PlayStation gab es exklusiv, glaube ich, dieses Japan, dieses Samurai-Spiel Tsushima oder so. Nö, Das gar gab's nicht. Nö. nur für die PlayStation. Du vermisst da Nee, ich nichts. habe mich ja damit abgefunden. Also, das ist nicht so, dass ich sage, oh, ich muss es unbedingt spielen. Unbe Wenn ich es unbedingt spielen will. Ja, dann kaufe ich mir die Konsole oder gehe zum Kumpel oder, also es war jetzt noch nichts, wo ich sage, ey, unbedingt, nee, das Einzige, wo ich halt sagen würde, wenn es ein bisschen ausgebauter ist halt diese VR. Das interessiert mich noch ein bisschen, weil ich hätte ja gedacht, dass bei der neuen Xbox jetzt gleich mit bei ist, aber so wie ich bisher gelesen habe, VR interessiert Microsoft zurzeit wahrscheinlich noch nicht so. Da ist Sony halt ein bisschen weiter und wenn da dann eine neue Brille kommt oder so, dass ich mir dann mal irgendwie mal eine ausleihe oder mal vorübergehend irgendwie hole und die dann wieder verscherbel oder weiß ich nicht. Also wird es denn nö. Also VR hat die Xbox gar nicht drin? Nö. Okay, ich dachte, das wäre jetzt so das nächste große Ding, das alle wollen.
Naja, vielleicht kommt es ja noch. Ich weiß es nicht. Also ich habe bis jetzt noch nicht von gelesen, dass das mit bei ist. Und bei PlayStation liest man ja doch immer noch, naja, und jetzt kommt, soll eine neue VR-Brille denn dazukommen und alles. Und was ich halt bei Xbox ganz gut finde, ich habe auch von der ersten Xbox gekaufte Online-Spiele, das ist also auch schon länger her, und von der 360, und die kann ich halt alle spielen, wa? Also ich muss halt nicht irgendwie gucken, ob das irgendwo noch passt, wie bei der PlayStation, dass man denn da die Spiele, weiß ich nicht, wie oft kaufen muss. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mehr Online-Spiele gekauft, als ich CDs habe. Ich glaube, ich habe, lass mich mal nicht lügen, aber ich sag mal so um die 300 paar zerdrückte Spiele, und davon habe ich jetzt hier auf CD, lass es 12 sein, und das sind die, die ich geschenkt gekriegt habe. 300 Spiele hattest du für die PlayStation 1. Nein, für die Xbox. Ach, für die, Entschuldigung, für die. Insgesamt. Ja, für die Xbox. Okay, ich verstehe. Na, PlayStation 1 hatte ich auch richtig viel, aber auch, weil ich einer der Glücklichen war, wo die Eltern dann einen Brandchip eingebaut haben, die dann schön aus Polen die ganzen Spiele sich geholt Ah, hat, bis sie hier okay. Ja, da brannten. gab es auch noch so diese Sachen. Ich meine, gestern hatten wir auch, gab es im Chat eine Bemerkung, dass es für die PlayStation 2, da gab es, glaube ich, auch so einen Stick, mit dem man cheaten konnte. Und es gab immer diese Speicherchips, aber es gab, glaube ich, auch so eine Cheatkarte, die man da Ja, so reinsch. eine Memory Card, ihr habt das, und hinten musste man irgendwie so ein Ding reinschieben, und dann haben die das ausgelesen, und dann konnte man auch gebrannte Spiele spielen. Ja. All solche Feinheiten gab es auf jeden Fall. Na, meine PlayStation 2 habe ich auch noch. Also die PlayStation 1 und die PlayStation 2, die habe ich auch noch hier mit ein paar Spielen. Wobei mir gerade einfällt, um nochmal zurückzukommen auf das Cheaten kurz, es gab tatsächlich ja auch so Pads, die hatten auf einmal auch so ein eingebautes Dauerfeuer drin. Das war nicht offiziell von Nintendo oder so oder von PlayStation, aber es gab so Pads, ich kann mich erinnern, ich meine, es war für Super Nintendo, da konnte man auch so einen kleinen Hebel umlegen und dann hattest du Dauerfeuer und so. Turbo-Modus. Ja, solche Sachen. Und das, was du halt Ja, normalerweise bei Street Fighter mühsam errubbeln ja. musstest oder so, das hattest du dann da so eingebaut. Na, ich habe ja auch für die Xbox quasi den Elite-Controller. Naja, mit dem kann man ja auch ein bisschen schummeln. Wenn man den normalen Controller nimmt und dann den Elite-Controller, weil beim Elite-Controller kannst du den Weg von der Schultertaste kannst du verkürzen. Da hast du auch so einen kleinen Hebel, dann verkürzt du den. Dann bist du natürlich auch schneller, weil der Weg ja viel kürzer ist beim Drücken. Ah, okay, ich Und dann verstehe. hast du halt die Pedals, hast du hinten vier Pedals, die halt meine vier Knöpfe ersetzen. Und das heißt, ich muss meinen Daumen nicht rumgreifen, und das ist alle Zeit, was man sich spart, wenn man halt ein bisschen schneller ist. Ah, okay, aber du bist auf jeden Fall auch schon ein bisschen tiefer drin. Ich merke schon, du hast die ganzen Feinheiten raus. Mein lieber wahrer Mike, du bist ein Konsolenmann. Genau. Also, jetzt haben wir schon 1-1. Eben hatten wir hier schon PC-Mann, jetzt haben wir einen Konsolenmann dabei gehabt. Leute, mein lieber wahrer Mike, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Anruf und deine Meinung zum Thema PC oder Konsole. Du bist auf jeden Fall ein Konsolenmann. Du hast keine Lust, dir einen 1.500, 2.000 € PC noch reinzuholen, Nee. denn du hast da sowieso ein perfekt funktionierendes Xbox-System. Also, was soll das? Genau. Genau. Alles klärchen. Ich Also, wünsche mein dir was. Lieber. Und einen schönen Freitag wünsche ich dir. Einen guten Start ins Wochenende dann, wa? Danke dir, das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Zockst du wieder am Wochenende? Dann dein Horrorspiel? Genau. Es geht weiter. Und es geht Es geht weiter. weiter. Machst du die Kamera wieder an? Wenn ich weiß, dass du kommst, mache ich dir zuliebe auch die Kamera Ich nochmal fand, das sah gut aus. Das hat sehr gut zum Spiel gepasst. Und ich fand eigentlich auch an. gut, dass du nicht so in Nahaufnahme warst, sondern dass man so dieses Neon so gesehen hat. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Mein Lieber, ja, wenn ich Zeit habe, wenn's passt, schaue ich bei dir rein. Mein lieber wahrer Alle Mike, ich Gläschen. danke dir fürs Gespräch. Ciao, mein Lieber. Bis dann, tschüss. Das war unser Mike hier in der Sendung und ich sehe Warteraum für Anrufer. Okay, Sarah Fee, okay. Du willst dabei sein zum Thema PC oder Konsole? Ach Mensch, jetzt bin ich hier. Nee, Moment. Ich habe hier vorhin so ein bisschen was verstellt. Das war vielleicht nur so eine halbgute Idee. So, Leute, jetzt habe ich Sarah Fee in den Live-Kanal reingeschoben. Der Warteraum auf dem Discord ist wieder frei. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon auf meinen Discord kommen, könnt ihr auch hier anrufen. Könnt ihr in den Warteraum für Anrufer gehen, dann sehe ich euch und dann ziehe ich euch hier auch nach dem Gespräch mit der Sarah Fee, das ich jetzt gleich führe, in den Live-Kanal. Leute, ihr könnt hier über den Discord in die Sendung kommen oder über Telefon. Ihr könnt hier über Discord in die Sendung kommen oder über Telefon. Heute zum Thema PC oder Konsole. Also Discord, Ausrufezeichen DC in den Chat oder 0175252.
0732275575. Ich kann jetzt gerade keinen Anrufer reinnehmen, denn hier im Warteraum sitzt schon unsere Sarah-Fee. Sorry, lieber Anrufer, probier's gleich nochmal, wenn du magst. Hallo? Hi. Ja, hallo Sarah-Fee, wie geht es dir? Gut. Gut, du bist drin in der Sendung heute. Thema PC oder Konsole, meine liebe Sarah-Fee. Wofür schlägt denn dein Herz? Bist du im Team Konsole oder bist du im Team PC? Wie sieht's aus bei dir? Um genau zu sein, Team Nintendo. Team Nintendo, also auf jeden Fall Team Konsole und Team Nintendo. Meine Liebe, mit welchem Nintendo Entertainment System hast du denn angefangen? Ganz ehrlich, das war 2008, da habe ich meine Erstkommunion ein Nintendo Light bekommen in Pink. Nintendo Light in Pink. Also ich muss sagen, ich habe da tatsächlich, ich muss es schon wieder zugeben, ich habe da mittlerweile so ein bisschen einen Überblick verloren. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nintendo Light in Pink. Carlo, das waren diese Dinger, wo du noch vorne Module ranstecken konntest. Ich guck mir das gerade mal an. Was hat dich denn an diesem Ding so fasziniert? Ich habe es geschenkt bekommen. Du hast es geschenkt bekommen. Ich sehe aber gerade, sag mal, geht das als echte Konsole durch oder ist das irgendwie, wie nennt man das denn? Was war denn ein Game Boy? Das hatte doch noch einen anderen Namen als Konsole, oder? Nee, das zählt als Konsole eigentlich noch, Nintendo DS Lite. Das zählt als Konsole. So, ich habe es jetzt hier mal gefunden. Ich blende das mal ein. So. Oder bin ich jetzt zu blöd? Keine Ahnung, frag mich mal. Ich kenne mich ja erst recht nicht aus, merkst du ja. Warte mal kurz, Carlo, ich guck mal kurz ins Stream, was du da hast. Guck mal, das ist doch das Ding. Ja, muss noch mal gucken wegen Shit-Werbung. Ist sie aktuell? Genau, das Ding hatte ich damals. Das Ding hattest du. Ja, und ich habe gerade mal gegoogelt. Also der Game Boy, das war eine Handheld-Konsole. Eine Handheld-Konsole. Und dieses Ding hier, Sarah-Fee, sag nochmal, wie es heißt. Nintendo DS Lite. Nintendo DS Lite. Auch das ist eine Handheld-Konsole. Exakt, ich sehe es gerade im Chat. Eine Handheld-Konsole. Was hat dich denn an diesem Ding so fasziniert? Und was waren da so die Games, die man damit gespielt hat? Ganz ehrlich? Sagen wir mal zu den heutigen Nintendo Switch-Spielen, die ganzen Vorgänger. Wie Barbie, Pokémon, Animal Crossing, alles was heutzutage besser gab, das damals schon als gute Vorreiter für Nintendo DS Lite. Ach, auf dem Ding gab es auch schon Pokémon? Ja klar, da fing auch schon die Pokémon, ich glaube, Sonne, Mond und Silber-Gold-Ära auch an. Okay, darf ich mal fragen, wurde gerade von Sonne, Mond, Silber-Gold-Ära. Dieses Ding hier, ne, das war aber in Farbe. Oder war das schwarz-weiß? Nein. Nee, du konntest tatsächlich in Farbe spielen. Das war in Farbe? Und was war denn dieses besondere Feature, das oben im Bildschirm war und unten? Was war das Besondere daran? Und was hat man mit diesem Stift gemacht? Naja, meistens war es tatsächlich so, dass du unten die Handlung machen konntest. Und oben zum Beispiel gewinnen. Das heißt zum Beispiel, ich hatte ein Spiel, so mit Pferden, konnte ich oben die Story sehen und beim Ausritt die Map, während ich unten halt steuern konnte, wo das Pferd hin soll. Nach vorne, zurück, rechts rum, links rum. Aha, okay. Sozusagen so, wie als wenn du am PC sitzt mit einem Joystick. Ja. Und dann machst du, oder bei der Xbox hast du ja auch ein Bildschirm, dann musst du ja auch mit dem Joystick so machen. Also war das damals mit dem Pen. Unten den Touchscreen und oben den Sichtschirm. Ah, okay. Also damit hat es bei dir angefangen mit diesem Light-Ding. Wie ging es denn dann weiter? Ich bin irgendwann ab 2016 auf dem Nintendo 3DS stecken geblieben. Der Nintendo 3DS, den mache ich auch nochmal auf. Obwohl, warte mal, zwischendurch hatte ich mit einer Freundin getauscht, hatte ich mal den 2DS, aber der ist sowas von schlecht. Der 2DS ist so ein Ding wie die Wii U. Man braucht es nicht. Die Wii U, zum Beispiel, ich bin bei solch vielen Sachen sowas von ausgestiegen. Was war denn der Unterschied zwischen der Wii U und der Wii? Frag mich nicht, ich habe nur erstens auf YouTube mitbekommen, Leute, kauft euch bitte nicht die Wii U. Das ist der größte
Schrott, den man rausgebracht hat. Ich habe das immer nur so gehört. Okay, ich verstehe. Gut, dann vergessen wir einfach die Wii U. Ich habe jetzt hier mal eingeblendet den Nintendo 3DS. Der hatte auch oben einen Bildschirm und unten. Was konnte der denn dann mehr? Du hattest eben die Spiele in der 3D-Optik. Das war's tatsächlich schon. Ach, das war... Ja, ja, gut, immerhin, ne? Ja, also von einem normalen Nintendo wurde zum Teil auch noch mit Freunden über mehrere Meter hinweg, dir noch kleine Nachrichten schicken konntest, Chat und Bilder, konntest du dahin immer schon 3D an sich gucken. Nur leider war vorne dann der andere Modus, die Klappe weg für die anderen Modis, was echt schade war. Ah, okay. Aber das Coole beim 3DS ist wiederum, du kannst normale Spiele spielen, die du halt mit dem Light gespielt hattest, oder den ganz normalen Nintendo DS, aber eben die Nintendo 3DS-Spiele konntest du da spielen. Ah, das hat auch... Also zumindest, wenn du die alten Spiele hattest, aber keinen Bock hattest, neu zu kaufen, konntest du trotzdem mit der neuen Konsole die alten Spiele noch spielen. Ja, das ist ja sowieso immer so... Also zum Beispiel bei der PlayStation, die Xbox und so leider nicht kannst. Das ist ja überhaupt immer so ein Megathema, auch bei der PlayStation. Aber weißt du, was ich gehört habe? Bei der neuen PlayStation 5, und wir haben ja hier unseren David im Chat, das ist ja ein wandelndes Lexikon, sehe ich gerade. Leute, bei der PlayStation 5 soll es, glaube ich, eine Abwärtskompatibilität geben, bis runter zur PlayStation 1. Kann das sein? Keine Ahnung, frag mal unseren wandelndes Lexikon. Ja, das habe ich tatsächlich aufgeschnappt. Es soll eine wahnsinnige Abwärtskompatibilität geben bei der PlayStation 5. Da bin ich gespannt. Also wenn es das gäbe, dann hätten das dann selbst schon bei der wie heißt es, PlayStation 3 einführen sollen. Ja, gut. Und nicht erst bei der 5, die aussieht, als wenn du die anderen Places einfach hochkantig stellt. Ja gut, das sind natürlich so Entscheidungen, die das Marketing auch, da ist, weißt du, diese ganze Vermarktung und so weiter. Ganz ehrlich, ist das noch Marketing oder die Leute, wir wollen Leute irgendeinen neuen Schrott andrehen, die sie hätten mit der vorigen auch locker machen können, nur dass wir statt liegend das Ganze nur noch in hoch produzieren. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen schwarzes Marketing. Meine liebe Sarafee, was hast du denn aktuell am Start für Konsolen? Und selbst aktuell zocke ich viel mit meinem Handy. Du bist, ach ja, okay, das ist überhaupt so ein Aspekt, genau. Eigentlich hätte ich ja schreiben müssen, PC, iPad, Smartphone oder Konsole. Das hast du eigentlich auch vollkommen recht. Ich meine, man darf überhaupt nicht unterschätzen, dass heute das Smartphone und das iPad oder ein Tablet auf jeden Fall absolute Gaming, wie soll man sagen, Gaming-Geräte sind. Das Problem ist, Caro, ich finde für mein Nintendo 3DS leider kein Ladegerät mehr und sonst meinst du, es ist vor ein paar Monaten gestorben. Versuch mal eine Welt, wo schon die Nintendo Switch gibt, noch ein Ladekabel für Nintendo 3DS zu finden. Viel Spaß. Du suchst dich schlau und schlauer. Auf eBay nix? Mach ich nicht, weil ich nicht 100% weiß, ob die Leute dich A veräppeln oder ob sie B schreiben, perfekt alles wie neu, nur einmal genutzt und du am Ende so ein Kabel hast, was du gleich in eine Elektroschrott packen kannst. Ah, ich verstehe. Das weißt du alles auf eBay nicht. Ah, das sind natürlich auch so Sachen, wenn man dann so eine Konsole hat und dann ist das Ladekabel Schrott oder man, es geht mal irgendwie auf einer Reise was verloren oder so oder man übernachtet irgendwo, dann ist das Zeug weg. Ja, das ist natürlich scheiße mit dem Zubehör. Okay, Spiele und den Stift kannst du eher schneller besorgen in der heutigen Zeit tatsächlich noch, ja, als so ein Ladekabel. Ah, okay, verstehe. Meine Liebe, das heißt, was zockst du denn jetzt auf dem Handy? Auch Animal Crossing. Auch Animal Crossing? Das geht auch auf dem Smartphone auch? Ja, du kannst da Animal Crossing Pocket Camper spielen. Also das verwirrt mich mittlerweile immer alles total. Also mich hatte schon immer verwirrt. Also, mein lieber Carlo, ich versuche dir mal das kurz zu erklären. Früher jetzt kommt gab es einen Animal Crossing Wild World. Dann gab es Animal Crossing New Life. Und mittlerweile mit der neuesten Konsole gibt es Animal Crossing New Horizon. Ja, also für jede Konsole fast das passende Spiel. Und dann hatte irgendwer sich dann gedacht, okay, was ist mit den Leuten, die keine Konsole haben wollen, aber ihr Smartphone haben? Okay, dann packen wir denen eben ein eigenes Spiel in den Smartphone-Store rein. Im Sinne von entweder Apple Store oder Google Play. Aber wo ist denn dann da der Unterschied zwischen diesen Animal Crossing-Versionen? Du hast...
ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, kannst du bei, also man kann schon ab Animal, es kann ja das vorstellen, was ich noch weiß, dass du schon bei Animal Crossing Live schon schwimmen konntest und jetzt bei Animal Crossing New Horizon auch wieder ausgedrückt wurde, dass ab ein gewisses Update, was schon war, du einfach im See schwimmen kannst, was du zum Beispiel bei Pocket Camper nicht kannst. Und das Lustige ist, es gibt ja immer so Tiere namens Bewohner. Das Interessante ist, was ich mit einer anderen Twitch-Streamerin herausgefunden habe, es gibt bei den Bewohnern krasse Parallelen zu New Horizons Pocket Camper. Was ich auch irgendwie lustig finde, dass Nintendo gesagt hat, wir haben hier eine App und wir haben hier unsere neue Twitch mit dem Spiel. Und bei beiden Spielen sind die Bewohner fast identisch. Okay, die sind identisch. Also die Unterschiede zwischen diesen Animal Crossing-Versionen, zwischen Konsole und Handy und so weiter, das ist marginal. Das sind kleine Unterschiede nur. Ja, und auch zwischen den vorigen Nintendo-Konsolen sind auch eigentlich nur so ein bisschen abweichen und ein bisschen mehr Upgrade. Zum Beispiel bei meinem Pocket Camper, ich weiß nicht, wie es bei New Horizons ist, das weiß ich, aber beim Pocket Camper ist zum Beispiel so, du musst viele Sachen, die du dir speziell kaufen willst, was von der speziellen Kollektion ist, zum Beispiel vom letzten oder vorletzten Jahr, musst du dir mit einer Art Blattboni dir erkaufen, was du vorher sammelst, oder du gibst echtes Geld im Spiel aus und bekommst dann so und so viele Blattbonis dann. Ah, okay, verstehe. Also das ist so ein bisschen anders gelagert auch. Ich weiß nur, bei New Horizons, da geht es immer um Rüben. Wie sind die Rübenpreise heute? Die gibt es leider nicht. Das ist einzig, was ich in dieser App hasse. Ich habe früher es geliebt, dieses scheiß hässliche Bastelschwein, wenn es sonntags kam und sagt, gib mir den Rüben, willst du Rüben? Und ich einfach verrechnet hatte, dass du zu dumm warst, zu checken, dass sie den Rübenpreis für eine sagt, aber du immer nur entweder 10er oder ein Saatgut für 10 Stück hast. Was man auch immer dachte, ja moin. Okay, also wie gesagt, immer wenn ich Animal Crossing höre, denke ich an Rübenpreise, meine Liebe. Und gleich ist die Abstimmung durch. Sarah Fey, hast du schon abgestimmt? Du musst für Smartphone und Tablet stimmen, ne? Du bist gar kein richtiges Konsolenmädel, du bist mittlerweile ein Smartphone-Gaming-Mädel. Beides. Also, ich schreibe mal auf hier. Wenn ich das schnell finde, dann... Leute, wir haben jetzt einen PC-Mann hier gehabt, wir hatten zwei Konsolenmenschen und ich zähle Sarah mal doppelt. Abgestimmt. Und Sarah Fee, du bist ein Smartphone-Mädel. Meine liebe Sarah Fee, der Ticker ist runtergelaufen. Die Zeit ist um für uns beide heute zum Thema PC oder Konsole. Meine liebe Sarah Fee, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir für deinen Anruf. Du hast eine Lanze gebrochen, auf jeden Fall fürs Smartphone. Mal ganz was anderes. Sorry, dass ich lache, aber ich weiß jetzt schon eventuell, dass ein gewisser großer Streamer zugehört hat und es beim nächsten Stream von ihm besprochen wird. Das war nicht beim letzten Thema so, Carlo, ganz kurz, wo ich angerufen hatte mit den speziellen Hobbys. Ja. Da war ich ein paar Tage später bei diesem Streamer da und ich habe so einen Lachflash bekommen, als er gesagt hat, Sarah, nur zur Info, ich habe bei dem Carlo zugehört, was du gesagt hast, interessant, und ich dachte mir so, scheiße, dieser Mensch sollte das niemals wissen. Ja, meine Liebe, ich mittlerweile, was ich hier sage, um eventuell woanders nicht in unsere Psyche zu geraten. Meine liebe Sarah Fee, aber Leute, das richtet sich natürlich an euch alle. Wenn ihr hier anruft, dann müsst ihr natürlich davon ausgehen, dass das, was ihr hier sagt, tatsächlich in der Welt ist. Ne? Das, was hier gesagt wird, ist dann in der Welt und auch als VOD hier auf Twitch und so weiter. Sarah Fee, wenn du dir irgendwas anders überlegst, dann lösche ich das VOD. Dann musst du mir das schreiben, ne? Nein, alles gut. Ich war eben schockiert, dass ausgerechnet der, wo ich mir vorstellen konnte, dass jetzt auch gerade wieder da ist, dass ausgerechnet der das da gerade live war, wo ich mir dachte, okay. Okay, ja, die Welt ist klein, meine Liebe, und Twitch ist noch kleiner. Ja, manchmal kommt mich mir vor, als wenn Twitch tatsächlich nur ein kleines Dörfchen ist. Es ist so, wo es ist so. Kann. Es ist so. Meine liebe Sarah Fee, hör mal. Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Gespräch heute. Der Ticker ist runtergelaufen, das Telefon glüht. Danke dir, Sarah. Ciao, danke dir und danke für deinen Host.
Ja. Tschüss. Leute, und jetzt haben wir hier schon den nächsten Anrufer, die nächste Anruferin in der Sendung und es geht übers Handy. Hallo, 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 hallo. Wie darf ich dich denn hier in der Sendung nennen? Nenn mich Doppik. Hallo, mein lieber Doppik, hier heute zum Thema PC oder Konsole. Mein lieber Doppik, bist du mehr der PC-Mann oder bist du mehr der Konsolenmann? Was geht bei dir beim Gaming ab? Also ich baue seit ich 12 bin meine eigenen PCs. Und ich bin immer noch, jetzt bin ich ungefähr ein paar Jahre älter wie du und baue immer noch meine PCs. Okay, du baust deine eigenen PCs. Also ich muss sagen, als ich hier vom Laptop-Streaming auf einen richtigen PC umgestiegen bin, tatsächlich, da war es auch so, alle Leute haben mir gesagt, ich habe mich informiert, alle Leute haben gesagt, Carlo, bau deinen eigenen PC zusammen und so weiter, da sparst du Geld und so. Aber ich muss sagen, ich habe mich damit nicht dann aufgehalten, mir auch noch diese ganzen Kleinteile zusammen zu konfigurieren. Nein, ich habe tatsächlich einen kompletten PC dann gekauft. Mein lieber Doppik, du bist jetzt hier in der Leitung und du sagst, du baust dir deine eigenen PCs schon seit einer halben Ewigkeit. Worauf legst du denn da besonderen Wert? Baust du dir die PCs für das Gaming oder wofür brauchst du die? Also ich habe nie fürs Gaming gebaut. Ich bin also ein Linux- und ein Unix-Mann eigentlich, seit Anfang an, seit 33 Jahren. Und habe die PCs eigentlich nur für Linux und Unix gebraucht und ganz am Anfang mal zu 386er Zeiten, da habe ich auch noch gespielt. Was hast du denn auf dem 386er gespielt? Ja, da habe ich Wing Commander gespielt. Nochmal, sag nochmal. Wing Commander. Wing Commander, was war denn das nochmal? War das einfach ein Shooter oder ein richtiger Simulator? Es war ein Shooter gewesen, da bist du durch die Galaxis geflogen und musstest gegen die Raubkatzen dort Missionen abfüllen. Den Commander ist eigentlich bekannt. Ja, ich gucke gerade, das hört sich an wie ein echter Klassiker. Ja, ich sehe hier gerade. Ja. Wing Commander, ja, genau. Also ich habe schon voran gespielt, Tetris habe ich auch schon gespielt und Pong und. Hatte schon den Atari 2600, hatte ich auch gehabt, aber ich bin nachher auf den PC gewechselt und seit dem 88 bin ich auf der PC-Schiene. Okay, okay. Mein Lieber, wie sieht's denn aus bei deinem PC? Jetzt brauchst du ihn ja nicht fürs Gaming, aber was würdest du denn sagen als erfahrener PC-Bastler, möchte ich mal sagen, oder PC-Konfigurator, wie sieht's denn bei dir aus? Auf was sollte man denn heute besonders Acht geben, wenn man sich einen PC konfiguriert? Ja, das ist die häufigste Frage, die ich immer gestellt bekomme von meinen Kollegen. Das kommt drauf an, für was du den PC verwendest, sage ich immer. Ja gut, jetzt sagen wir mal fürs Gaming. Für Gaming ist fast die Grafikkarte wichtiger wie die CPU. Gut, man soll ein paar Kleinigkeiten beachten mit dem RAM, dass er nicht so langsam ist. Und dass die, also heute mindestens ein 6-Kerner ist, aber ansonsten gibt es also beim Gaming-PC das A und O, die Grafikkarte, würde ich mal sagen. Ne? Ja, also Multithreading braucht man eigentlich für die wenigsten Spiele mehr wie 6 kaum. Also mit 6 ist man also schon dabei, 8 wird es noch, aber mehr braucht man nicht. Das heißt, was hast du denn jetzt für einen PC mittlerweile bei dir zu Hause stehen? Ist das so ein, was machst du denn damit? Ja, ich mache damit RMTP-Server, also Streaming-Server setze ich auf und so Sachen. Und das geht unter Linux unter ganz schmalen Voraussetzungen. Meine CPU ist schon 4 Jahre alt, hat aber damals schon 32 GB RAM gehabt und so weiter und so fort. Ne? Was hast du denn für eine CPU bei dir drin? Ein i5 6600 habe ich noch drin. Also nicht so leistungsstark, wie sich manche Gamer das wünschen. Ja eben, das hört man nämlich immer wieder, dass ja quasi mittlerweile sind die allermeisten beim i7 oder Ryzen 7 oder so, ne? Ryzen 7. I9. Aber wenn du wirklich keine Grafikoberfläche verwendest und dann halt eben einen Streaming-Server benutzt und dann halt ein i5 vollkommen aus, ne? Wenn du einen 6-Kern hast oder sowas. Das langt eigentlich voll für die Heimanwendungen, langt das vollkommen aus. Und wenn nicht, dann muss man halt eben in die Workstation-Prozessorklasse greifen und dann sind natürlich
wesentlich besser aus. Da hat man auch, anstatt ein Dual-Bank-System vom RAM, hat man ein Quad-Channel-System. Das heißt also, vier verschiedene Speicherriegel arbeiten als eine Einheit. Und man kann eventuell sogar 2x4 RAM-Bänke besitzen und man kann bis zu 2 Terabyte RAM benutzen und so weiter und so fort. Also die Spanne des PCs ist kommt drauf an, was man nutzt. Viele kaufen sich den PC viel zu groß und nutzen ihn nicht. Ja, gut, das stimmt. Ja, ich war auch so, dass ich gesagt habe, ach, ich will auch so ein bisschen zukunftsfähig aufgestellt sein. Wer weiß, was auf Twitch in Zukunft noch alles geht oder was man dafür für Leistung braucht oder was ich in Zukunft noch machen will. Also ich glaube, mein PC jetzt aktuell, da ich hier ja keine Games spiele über Twitch oder auf Twitch, ist, glaube ich, ein bisschen überdimensioniert. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so gedacht, na, bis man so ein bisschen zukunftssicher aufgestellt, weil ich ja nicht genau weiß, was ich vielleicht alles noch machen will, ne? Ja, und das ist genau, bei Linux ist das kein Problem. Ich habe hier noch 10 Jahre alte Rechner. Die laufen immer noch, wenn keine Grafikoberfläche installiert hat, laufen die immer noch. Okay, und du baust PCs aus Überzeugung auf jeden Fall selber zusammen. Vielleicht mal für so einen Laien. Spart man da viel Geld bei, wenn man den PC selber konfiguriert und zusammensteckt? Oder was ist da die Faszination daran? Geht es da nur um Kostenersparnis oder ist das auch... Nein, da geht es nicht um Kostenersparnis. Man weiß, was man in den einzelnen Komponenten drin hat und wo das Nadel hängt, wo man Kompromisse gemacht hat, während man beim Fertigsystem immer wieder Überraschungen erlebt. Bei Fertigsystemen sind zum Beispiel BIOS optimiert nur auf bestimmte Hardware und dann, selbst wenn man theoretisch dasselbe Motherboard drin hat in einem Fertig-PC, kann es sein, dass es ein bestimmtes BIOS von einem bestimmten Hersteller ist und dass bestimmte Sachen dort nicht funktionieren. Das wissen viele nicht. Die wollen möglichst wenig Probleme haben und deswegen machen die eine begrenzte Anzahl mit Hardware, wo reibungslos damit zusammenläuft. Also die wollen keine Anrufe haben in dem unteren Preissegment über Support. Das kostet die Geld. Damit schließen die im BIOS praktisch teilweise Hardware-Unterstützung teilweise aus. Das war mal sehr beliebt gewesen. Und da bist du nicht so frei, wie wenn du dir einen PC selber zusammenbaust. Du musst aber auch die Probleme selber lösen. Das muss man auch sagen. Ja, da muss ich eben sagen, und dieses ganze Troubleshooting da, welches Motherboard läuft mit welcher BIOS oder also dieser ganze Kram, ne, ganz ehrlich, da habe ich dann schnell gesagt, nee, ich kaufe mir ein Komplettsystem. Ja, das ist es. Dann ist die meisten Leute ihr Problem. Ne? Die kaufen sich dann ein Komplettsystem. Ich bin auch schon angegangen. Die erste Motherboard von AMD Ryzen, der B350 Chipsatz, der ist in der Linux gar nicht gut gelaufen und läuft heute noch nicht gut in der Linux. Aber das ist drin. Ne? Das meint man vorher nicht. Das hängt aber von der Programmierung ab. Programmierst du denn auch selber da irgendwas drauf oder wie weit geht da deine Leidenschaft? Ja, kleine Skripte. Ich bin ja Netzwerker. Ich schreibe ja nur kleine Skripte. Ich programmiere. Ich bin ja kein Anwendungsentwickler. Ah, okay. Gut, dann hast du das natürlich so ein bisschen drauf auf jeden Fall. Ja, was heißt drauf? Das ist immer relativ. Es gibt immer einen besseren. Ja, naja, das ist wahr. Jeder hat so seinen Endgegner noch irgendwo, auf jeden Fall. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, es gibt irgendwo immer noch einen besseren, denn was man zum Beispiel auch ganz oft im Leben vergisst, auch der Chef hat noch irgendeinen Chef und auch der Konzernboss hat noch irgendeinen Chef. Das darf man im Leben nicht vergessen, ne? Man ist nie so ganz, da ist noch immer irgendjemand noch anderes da. Aber ich baue schon seit über 33 Jahren meinen Computer selber zusammen. Das heißt, hast du diese ganze Apple-Geschichte auch mitgemacht, diese Faszination für die ersten Rechner von Wozniak und diese Geschichten? Nee, die habe ich nicht mitgemacht. Ich habe mit dem ZX81 angefangen. Wann war das denn, in welchem Jahr? 79, 82 bis 83 war das ZX81. Wofür hat man denn sowas dann benutzt? Naja, das waren so lineare Steuerungssysteme, so kleine Steuerungssysteme, minimal. Der hatte damals 16 Kilobyte. 16 RAM. Kilobyte RAM, Leute. Ich habe gestern schon erzählt von meiner 1 Megabyte Speichererweiterung für ein Amiga 500, die weit mehr als 50 Mark gekostet hat, 1 Megabyte. Und du redest von 16 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ja.
Damals musste man alles teilweise noch, wenn man Programme ausführen wollte, in Assembler programmieren. Das war ganz andere Härte. Ja, das war eine andere Härte. Exakt, mein lieber Doppik. Ja, Mensch, mein lieber Doppik, das heißt, ich schreibe dich hier mit drauf auf den Zettel, du bist ein PC-Mann. Du benutzt deinen PC zwar nicht zum Gaming, also das ist dann auch eine leichte Entscheidung, aber du bist ein PC-Mann. Jetzt haben wir schon 3 PC-Leute hier in der Sendung gehabt, 2 Konsolen-Leute und eine Smartphone-Frau, sag ich mal. Ja. So sieht's genau, aus. So mein ich bin lieber überzeugter PC-Mann. Überzeugter PC-Mann. Und du brichst immer gerne eine Lanze für Linux. Ja, natürlich. Für Linux breche ich immer Lanze. Inzwischen gehe ich ein bisschen fremd und gehen jetzt in den Vorbereich Unix wieder rüber. Okay. BSD-Bereich. Also ich bin jetzt inzwischen aufgrund der Komplexität des Kernels, die Sicherheit vom Linux-Kernel wird immer mehr umstritten, weil immer mehr von Multimedia-Funktionen in die Kernel einwandern. Und da gibt es einige Leute, die vertreten die Meinung, dass der Linux-Kernel nicht mehr richtig sicher ist. Und die gehen jetzt in den BSD-Bereich. Also die Leute, die damit unzufrieden sind mit der Entwicklung. Ah, okay. Das heißt, du gehst auch ein bisschen fremd mit Unix und so weiter. Ja, Unix, Linux mache ich auch. Es ist ähnlich, aber nicht hundertprozentig das eine. Es sind feine, aber kleine und wichtige Unterschiede, die sind nicht so einfach zu erklären, was da im Hintergrund läuft. Sonst würde hier die Sendung springen. Okay, verstehe. Mein lieber Doppik, hör mal, dann sage ich ganz herzlichen Dank für deinen Anruf heute zum Thema PC oder Konsole. Danke, dass du dabei warst. Du baust deine PCs seit Ewigkeiten selbst und du hast Ahnung davon auf jeden Fall. Du betreibst deine PCs als Streaming-Server und du bist heute der dritte PC-Mann in der Sendung. Danke, lieber Doppik, für deinen Anruf. Hat mich wieder sehr gefreut. Ja, tschüss. Tschüss, mein Lieber. So, das war unser Doppik und die Leitung ist wieder frei. Aber jetzt will ich gerade mal gucken. Eine Sache, ich habe hier mein Ding, ich muss das hier mal wieder einpassen. Ach, blöd, zum Bildschirmrand strecken, am Bildschirm anpassen, so geht's. So, hier, wollt ihr euch mal was zeigen? Das war natürlich auch diese ganze Vermarktung natürlich auch von der PlayStation 2. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mein Audio anmache. Hier, das waren Spots, das war PlayStation 2, das war Hype, ja. PlayStation 2. Und dann gab es noch einen ganz, ganz großartigen Spot, muss ich aber auch dazu sagen. Da haben die immer so gerufen, da haben die immer so geschrien. Immer so, PlayStation 2! PlayStation 2! Das finde ich jetzt aber gerade leider nicht. Das war Hype um die PlayStation. PlayStation 2! Leute, was ist passiert? Hier im Chat, Leute, ihr wisst, die Leitung ist frei. Das hier ist eine Call-In-Show. Ihr könnt hier heute in die Sendung reinkommen zum Thema PC oder Konsole. Wir klären das Thema ein für alle Mal. Wir hatten schon 3 PC-Leute da, wir hatten 2 Konsolen-Leute da und ein Smartphone-Mädel. Ja, Leute, heute das Thema PC oder Konsole. Ihr könnt mich hier anrufen. Das hier ist eine Call-In-Show. Der Carlo sitzt hier und freut sich auf euch. Ich lerne heute wieder richtig was dazu und dann quatschen wir hier heute zum Thema PC oder Konsole. Ihr könnt hier reinkommen unter der 0175 252 7575 oder ihr könnt über den Discord hier auch in die Sendung kommen. Gar kein Thema. Wir kommen hier heute schon zusammen in der Sendung, na klar, über den Discord oder ganz normal hier über diese Nummer. Wenn ihr hier anruft auf dieser Nummer, dann ruft ihr hier mit eurer Flatrate quasi kostenfrei an. Wenn ihr keine Flatrate habt, ja, dann könnt ihr hier anrufen, aber dann kostet das ein paar Cent die Minute. Wenn ihr komplett abgebrannt seid, will ihr euch ein Mega-PC-Gaming-System für 10.000 Euro geholt
geholt habt. Ja, Leute, dann kommt auf jeden Fall über den Discord hier in die Sendung. Das geht auch. Ausrufezeichen DC in den Chat und ihr kommt drauf auf den Discord. Da geht ihr in den Warteraum für Anrufer und dann kann ich euch reinnehmen in die Sendung. Oder ihr ruft an 0175 252 7575. Ganz klassisch über eine Telefonnummer könnt ihr auch reinkommen in die Sendung hier. Das ist eine T-Mobile-Nummer. Die T-Mobile-Nummer steht auf dem Carlo-Themen-Kärtchen. Na, hier oben steht Call Carlo hier. Das bin ich. Ruf mich an heute zum Thema PC oder Konsole und dann unter der 0175 252 7575 mit einer Flatrate, wenn eure Flatrate gilt, ins T-Mobile-Netz, dann auf jeden Fall kostenfrei. So, was habe ich hier im Chat verpasst? Es ging ja hier Schlag auf Schlag mit der Sarah-Fee und dann dem Doppik hinterher. Leute, ich habe vorhin noch hier gesehen, die Wii U hatte noch ein Tablet, okay, das man eigentlich sogar echt brauchte. Es war eine Weiterentwicklung mit einem externen zusätzlichen Display, hat der David geschrieben. Okay, meine Güte, die Wii U hatte ein Tablet dabei. War das schon so gut wie? Nee, das war noch nicht so gut wie unsere Tablets heute, ne? Ja, dann ging es hier hin und her. Oizoi war kurz da. Mein lieber Oizoi, vielleicht lurkst du ja noch. PC, ich verstehe, alles klar. Du bist auch ein PC-Mann, ja. Und bei der Abstimmung ist so ein bisschen unentschieden ausgegangen. Die Abstimmung war so ein bisschen unentschieden tatsächlich zwischen PC und Konsole auf jeden Fall. Let's Playboy, du bist auf jeden Fall ein PC-Boy, mein lieber Let's Playboy. Und du hast auch die Bärchen dabei von No Lantern im Gepäck. Ja, damit macht man natürlich nie was verkehrt. Und ja, lieber wahrer Mike, du bist schon weg. Danke dir, mein lieber wahrer Mike, für deinen Anruf. Danke, dass du dabei warst. Unser wahrer Mike ist auch Xbox-Konsolen-Zocker auf jeden Fall. Und David, du hast geschrieben, Sony versuchte mal Smartphone mit Handheld zu kreuzen. Das Ding verschwand total im Vergessen. Okay, ja gut, andererseits, ne, wenn jetzt wieder Samsung bringt die neuen Club-Handys raus und so, das ist ja auch, könntest du vielleicht auch so in der Art und Weise irgendwie mehr oder weniger benutzen. Mehr oder weniger. Hm, was habe ich noch verpasst? Let's Playboy läuft rot an. PC, ja, 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 PC, PC, PC. Meine Güte. Was habe ich noch verpasst? Der Nachteil ist, schreibt Rodger, den PC muss man immer wieder aufrüsten und die Konsole hat die Technik drin. Ohne dass man aufrüsten muss, das ist geldsparender. Ja gut, andererseits, Rodger, musste ich natürlich schon bei der PlayStation 2, musste ich ja auch schon immer so einiges an Zubehör kaufen, irgendwelche Memory Cards und so weiter. Und irgendwann macht natürlich auch die PlayStation irgendwas nicht mehr mit, ne? Aber ich meine, klar, wenn du so super High-End-Spiele spielen willst, ne? Gut, und jedes Grafikfitzel rauskitzeln willst, natürlich, ist es dann eher der PC. Es kommt eben auch ein bisschen drauf an, ne? Mein lieber No Lantern, erstmal herzlich willkommen hier im Chat. Na klar, dich muss ich überhaupt erstmal begrüßen. Mein lieber No Lantern, nochmal ganz herzlichen Dank für den Host vorhin, den du mir mit dem Airline rübergeschickt hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Und mein lieber No Lantern, heute das Thema hier in der Sendung PC oder Konsole. Ja, wenn du jetzt noch Puste und Bock und Lust hast, oder sitzt du noch an der Bahn, kannst ja nochmal reinkommen in die Sendung, falls du Puste, Bock und Lust hast. Denn du, mein Lieber, du bist ja wohl, glaube ich, ein PC-Mensch. Du bist ja wohl, glaube ich, tatsächlich ein PC und kein Konsolenmensch. Ja, Rodger, was du da schreibst mit deiner Grafikkarte, ein halbes Jahr, anderthalb Jahre alt und nicht gut genug, ja, das ist aber auch diese Sache, manchmal muss man da, glaube ich, noch so ein bisschen was rumkonfigurieren, ne? Dass das Game auch wirklich über die Grafikkarte ausgegeben wird oder dass die Grafikkarte richtig getaktet ist, muss man da nicht auch noch so ein paar Sachen beachten? Ist das nicht auch immer noch so ein, ist auch immer noch so ein schwieriges Thema? Ich soll die Xbox Live is Short-Werbung suchen. Okay. Xbox Live is Short. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ich kann mich irgendwie immer mehr an die PlayStation-Sachen erinnern. Wie gesagt, das mit dem Schrei fand ich sehr gut bei PlayStation. PlayStation 2! Haben wir so geschrien. Xbox Live is Short. Okay. Wie viel Nacktheit ist denn da drin? Na, ich lege einfach mal los.
Männernippel sind erlaubt. Ich bin ein bisschen verstört, aber ich frage mich auch, was soll mir das denn, was soll mir das denn jetzt sagen? Warum? Und da rennt man jetzt los und hat sich eine Xbox gekauft auf den Spot hin. Ich habe nämlich gerade gesehen auf YouTube, der wurde auch gebannt, ne? Oder irgendwie, der wurde auch verboten in manchen Fernsehsendern oder so. Wurde der gar nicht gezeigt. War das schon zu krass fürs Fernsehen? Meine Güte. Und Waxpax, moinsen, definitiv PC, sagst du, mein lieber Waxpax. Verstehe. Ken Kuscha, hallo und herzlich willkommen in der Sendung heute zum Thema PC oder Konsole. YouTube Reddick, du hast mit Nintendo DS angefangen. Zählt das als Konsole oder als Handy? Nintendo DS ist, glaube ich, eine Handheld-Konsole. Das Thema hatten wir vorhin schon mal angeschnitten. Das ist tatsächlich eine Handheld-Konsole. Nee, PDP-7 sagt mir jetzt gar nichts. Sagt mir jetzt gar nichts, PDP-7, mein lieber Doppik. Und hallo, Fortrack Boy. Schön, dass du wieder dabei bist, mein lieber Fortrack Boy. Herzlich willkommen in der Sendung. Nicht David. Ja, das ist so dein Spot, ne? Lass dich, soll ich die Arme hier noch ein bisschen für dich lassen? Bist du da rausgeflogen bei der, mein lieber nicht David? Was du nicht verstehst, mein lieber Rodger, der Hass PS und PlayStation und Hitbox, PlayStation und Xbox, ja, haben die sich, ich hatte immer das Gefühl, es gab eine Konsolen- und eine PC-Fraktion. Ich habe das gar nicht so gefühlt oder nicht so gespürt, dass es auch so Hass zwischen PlayStation und Xbox-Leuten gab. Ich weiß nur, fand ich immer die PlayStation-Verfechter einen Punkt hatten. Warum eine Xbox, wenn ich einen richtigen PC habe? Gut, jetzt, mein lieber Rodger, jetzt hast du vorhin schon gesagt, okay, den PC muss man immer wieder aufrüsten, verstehe ich. Aber muss ich sagen, das habe ich mich auch eine Zeit lang gefragt, warum, wenn das so ähnlich ist, Microsoft Xbox und Microsoft PC, sage ich jetzt mal ganz platt, warum dann noch eine Xbox dazu kaufen, ne? Wenn Konsole, dann PS4, mein lieber Let's Playboy, wenn Konsole, dann PS4, ja, dann fieberst du wahrscheinlich auch schon auf die PS5 hin, mein lieber Let's Playboy. Bin ich gespannt. Ich habe zu Frau Carlo immer gesagt, das wird schwierig für mich, habe ich zu ihr gesagt, wenn Sony eine neue PlayStation rausbringt, wenn Sony irgendwann mal, wie lange gibt es die PlayStation 4 schon? Doch schon Ewigkeiten, oder? Wie lange gibt es die? Die gibt es gefühlt schon 10 Jahre. Bei mir gibt es die gefühlt schon 10 Jahre. Die PlayStation 4. Und ich habe zu Frau Carlo immer gesagt, wenn die eine neue, gute PlayStation 5 rausbringen, und ich dachte, ich habe das immer so an GTA festgemacht, aus irgendwelchem, weil ich ja ahnungslos bin. Ich weiß jetzt ja mittlerweile auch, dass es GTA jetzt natürlich auch schon seit Ewigkeiten wieder oder keine Ahnung auf PC gibt. Ich kann natürlich GTA auch auf PC spielen, aber ich hatte eben keinen guten PC. Jetzt habe ich wieder einen guten PC, aber in der Zeit, wo ich keinen guten PC hatte und aber immer noch in GTA-Erinnerungen geschwelgt bin, da habe ich zu Frau Carlo gesagt, boah, wenn die eine neue PS5 rausbringen, wenn die eine PlayStation 5 rausbringen und da läuft ein richtig gutes GTA drauf, oh, dann könnte es sein, dass ich nochmal der Konsole verfalle. Dann könnte es sein, dass ich der Konsole tatsächlich nochmal verfalle. Aber, ich weiß nicht, ich habe jetzt den PC schon eine ganze Zeit, wieder 2 Monate oder so. Ich habe immer noch nicht wieder GTA gespielt, also so gefährdet bin ich vielleicht doch nicht. Weil GTA, glaube ich, hätte ich so ein gewisses Abtauch und Sucht und nicht und so ein Potenzial, weißt du, dass ich nicht wieder auftauche. Muss ich tatsächlich sagen. Ach, du möchtest ein anderes Standbild? Schlechter Scherz. Ein anderes Standbild. Okay, die alte ist wieder weg. Der Carlo ist wieder da in voller Pracht und Größe. Heute hier zu sehen mit dem Thema PC oder Konsole. Ja, Leute, es geht ja im Chat hier hoch her, hin und her. Konsole, PS5.
Dieser Moment, wenn man sich den PC selber baut, das erste Mal auf den Knopf drückt und einem fast der Stift geht, ob es jetzt läuft, ist unbezahlbar. Mein lieber Waxpax, auf jeden Fall, das glaube ich dir. Ich habe es dann doch gelassen. Alle haben mir dazu geraten, ich soll mir meinen PC selber zusammen konfigurieren und so. Ich habe dann das auch ein paar Mal gemacht. Ich war bei irgendwelchen verschiedenen Online-Portalen, habe mir also einen PC konfiguriert, habe mir Tipps geholt, habe mir beim Nico hier bei unserem No Lantern zum Beispiel ein paar Tipps geholt, aber auch bei anderen. Und ich habe viel gelesen und dann kam so eins nach dem anderen, dass ich dann irgendwann doch dachte, weißt du was, ich kaufe mir einfach einen kompletten PC. Ich habe ja hier alles selber gemacht, alles selber zusammengesteckt. Ich habe hier 1000 Kabel mit dem Mischpult und dass das Handy da durchläuft und. Diese Sachen, ne? Ich habe es ja alles gemacht und dann habe ich auch kurz mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich den PC auch noch selber zu bauen. Aber ganz ehrlich, unterm Strich war ich dann doch irgendwo an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nein, stell dir vor, du steckst da irgendwas komisch zusammen oder, weißt du, wenn dir dann irgendwas durchknallt, wenn du doch irgendwas ist oder wenn es ein Ab-Werken-Materialfehler gibt. Sagen wir mal, es gibt ab Werken Materialfehler. So, dann knallt mir aber das Gesamtsystem vielleicht deswegen durch. Irgendwas war vielleicht an irgendeinem Speicher oder an der Grafikkarte und dann knallt mir aber das Gesamtsystem durch und alles ist verschmort. Dann habe ich ja keine Gesamtgarantie für alle Bauteile, sondern ich muss quasi erstmal sagen, okay, der Fehler war jetzt an dem und dem Kabelbaum, der Kabelbaum hing an dem und dem, an der und der Platine, jetzt bitte ist mir wegen ihrem Kabelbaum, ist mir meine ganze PC-Scheiße, die ich mir für 1500 Euro gekauft habe, ist mir verschmort. Ja, das ist doch irgendwie auch nix. Das ist doch nix. Also dann habe ich wieder gedacht, okay, nein, ich kaufe mir ein Komplettsystem von HP, habe ich jetzt hier ein Komplett-PC und wenn damit jetzt irgendwas ist, irgendein Garantiefall, dann sage ich hier, pass auf, euer Ding ist durchgeschmort und dann kriege ich ja wohl hoffentlich ein neues, so, ein neues PC-Ding. So, deswegen dann bin ich tatsächlich aufs Komplettsystem gegangen. GTA ist langweilig alleine und zusammen richtig lustig. Ja, ich finde aber, mein lieber YouTube-Reddick, das gleiche gilt für mich eigentlich auch für Counter-Strike. Natürlich kann man so eine Runde Counter-Strike spielen gegen irgendwelche random Leute da auf irgendeinem Server. Okay, mittlerweile gibt es ja auch dieses oder seit langer Zeit schon dieses Deathmatch und so. Ne? Man spawnt immer wieder auf so eine Map drauf und kann sofort wieder loslegen, ohne zu irgendeinem Bombenplatz und so zu laufen. Das muss ich sagen, gefällt mir allerdings auch ganz gut. Aber das ist so, einfach mal wieder machen, mal wieder ein paar erwischen und so, dann reicht mir das aber auch. Mit Freunden wäre das natürlich was ganz anderes, muss ich schon sagen, so GTA mit Freunden tatsächlich oder irgendwie hier Counter-Strike mit Freunden im Team zusammenarbeiten und so, ja, das ist glaube ich schon wesentlich besser, viel, viel besser, als irgendwie da alleine drin rumzurennen. Ne? Das ist ja, gestern war doch eine Beschwerde hier im Chat, ich weiß nicht, seid ihr dabei, von wem war die? Gestern war so eine Beschwerde im Chat so von wegen, es müsste wieder mehr Spiele spielen, die man zu zweit gut spielen kann. Außer jetzt mal Sportspiele oder so. Es müsste wieder mehr Spiele geben auf dem PC oder auf der Konsole, glaube ich, vor allem, die man zu zweit spielen kann. Mehr Spiele auf der Konsole zu zweit. Ich habe gestern was gefunden, noch hier in meiner Spielebox, meine PlayStation-Spiele. Ich hatte mal das Spiel Ratchet und Clank. Bei dem Spiel, meine ich, sollte es so sein, dass man da irgendwie das gut zu zweit spielen kann. Es war so ein Jump'n'Run-Ballerspiel, was man irgendwie zu zweit gut spielen können sollte, weil man irgendwie auch die Figuren irgendwie wechseln konnte untereinander. Man konnte die Figur vom anderen übernehmen und so. Aber das war dann schon so eine Zeit. Irgendwie, das war so eine Lebensphase. Ich habe da irgendwie das Interesse am Gaming verloren oder auch an so Konsolen und so. Habe ich irgendwie das Interesse verloren. Deswegen, ich hatte mir das mal gekauft, Ratchet & Clank, weil ich dachte, ich spiele das mit einem Kumpel. Aber man hatte dann irgendwie, ob das wegen der Ausbildung war oder wegen sonst irgendeiner Lebenssituation, man hatte dann irgendwie auch andere Sorgen. Oder hatte ich da eine Freundin oder so? Kann auch sein. Dann war das mit der Konsole irgendwie hinfällig. Doppik schreibt, du hast beim PC-Bau bei den meisten nur 12 Teile. Ja, das ist keine Wissenschaft. Exakt, Doppik. Genau, so habe ich es auch verstanden, dass das im Prinzip eigentlich keine Wissenschaft ist, sich einen PC selber zusammenzustecken. Aber welche Teile von der Leistung, der Prozessor zusammen mit der Grafikkarte, was passt da gut zusammen? Nicht, dass sich irgendwas gegenseitig limitiert und so. Und wie gesagt, so Garantiegeschichten, wenn dir irgendwas durchknallt und so. Deswegen bin ich tatsächlich am Ende beim Komplettsystem gelandet. Aber ja, es stimmt schon. Es sind wirklich eigentlich wenig Teile und du kannst einfach die nicht falsch zusammenstecken. Das habe ich schon auch irgendwie im Tutorial dann gesehen auf YouTube, auf jeden Fall. Waxpax
Das ist halt das Risiko. Du warst nach deinem ersten PC mega stolz. Genauso müssen sich Männer gefühlt haben, die das erste Mal Feuer gemacht haben. Mein lieber Rexpex, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen so, das Gefühl kann ich nachvollziehen, weil, wie gesagt, hier dieses ganze Pult mit dem PC oder mit der Kamera und allem Möglichen hier zusammenzustecken, mit dem Mikrofon und einem Vorverstärker und bla 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 bla. Wenn ich so Stream-Elements und Streamlabs und diese ganzen Geschichten so besiege, das ist im Prinzip auch so das Gefühl, glaube ich. Du hast Feuer gemacht mit dem Zusammenstecken von deinem PC. Das glaube ich dir gerne, mein Lieber. Let's Playboy unterbietet. Let's Playboy bietet weniger. 8 Teile nur bei seinem PC. Ja, Ancono, ich weiß nicht. Ich habe es gestern tatsächlich im Chat gelesen, dass es mehr Zweispieler-Games geben soll auf der Konsole. Das hatte jemand vermisst. Ich kann es dir nicht genau sagen, tatsächlich. Mein lieber Let's Playboy, nein, nein, mein lieber Let's Playboy, du korrigierst dich heute schon zum dritten Mal, du bist da aber ein ganz genauer, ne? Mittlerweile scheiße ich da drauf, wenn ich irgendwo ein falsches Wort habe, das ergibt sich doch meistens dann aus dem Sinn, mein lieber Let's Playboy, du bist aber gewissenhaft, du räumst aber auch auf der Map richtig auf, wenn du gamest, oder? Mein lieber, zockst du auch auf deinem Channel? Nein, aktuell noch nicht, aber mein lieber Let's Playboy, ich bin ja hier quasi, ich sehe mich ja immer noch am Anfang mit meinem Stream hier, Call-In-Show wird es hier natürlich immer geben, manchmal gibt es hier auch Carlo Solo, so wie gestern vor der Neonwand oder Carlo aus dem Wald, Carlo in Gefahr, das wird es hier auch geben, aber tatsächlich, kleiner Teaser, beziehungsweise ich teaser das jetzt schon zum dritten Mal und es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis ich das alles hinkriege, es wird hier auch mal, wir werden auch mal irgendwann hier ein YouTube-Video gucken und, was dich vielleicht noch viel mehr interessiert, wir werden ja auch mal was spielen. Also ich hätte schon Lust drauf, einfach mich mal in der Nacht 6 Stunden hier hinzusetzen und irgendwas zu spielen. Oder so ein Samstag oder so, dann schicke ich Frau Carlo, schicke ich mal zu ihrer Familie und so weiter und dann sitze ich immer 12 Stunden und spiele irgendwie, was weiß ich, Escape from Tarkov oder irgendwas anderes. Ich habe schon so ein paar Spiele im Blick. Ich glaube, es ist weniger Escape from Tarkov. Ich finde, es müsste mehr Action haben und so. Es müsste was zu entdecken sein. Es dürfte kein Manager-Spiel sein, kein Aufbauspiel. Sowas möchte ich, glaube ich, nicht spielen irgendwie im Stream. Es müsste so ein bisschen mehr Action haben. Wo was abgeht und so, wo man ein bisschen erzählen kann. Ich bin da noch auf der Suche. Ein paar Sachen habe ich schon im Hinterkopf, verrate ich jetzt aber nicht, aber es wird auf jeden Fall auch mal irgendwann hier was gespielt. Tatsächlich. Rexpex, da fängt ja schon der Spaß an zu schauen, was will man verbauen, was passt wozu. Ja, Rexpex, ich muss sagen, bei meinen Bestrebungen, mir einen PC zu konfigurieren, hat es da tatsächlich bei mir ein bisschen aufgehört. Dieses Verstehen, da habe ich schon nämlich gesehen, oh, es gibt irgendwie Grafikkarten, die haben nur 2 Slots für Monitore. Oh, da wurde ich schon ganz hellhörig, da wurde ich vorsichtig. Dass ich mich da nicht vergucke, dass ich dann zu wenig Slots habe und dann kaufe ich mir eine 500-Euro Grafikkarte oder noch teurer und dann hat die nur 2 Slots. Aber weißt du, aber es kann auch was an anderes Bauteil als die Grafikkarte gewesen sein. Ich kriege das manchmal im Nachhinein nicht mehr so richtig zusammen. Aber tatsächlich, das hat mir dann doch ein bisschen Sorgen gemacht. Was passt wie wozu? Auch ich habe dann so viele Tabellen mir angeguckt, welcher Prozessor beschränkt aus Versehen welche Grafikkarte von der Leistung oder andersrum. Also das war mir dann irgendwann zu heiß. Ancono bietet einen PC aus 7 Teilen. Ancono, ist denn da aber das Gehäuse schon dabei? Oder hast du die einfach so ineinander gesteckt und dann irgendwie ein Baumwolltuch drum gewickelt oder was? Wie sieht's da aus? 7 Teile. Ein PC nur mit 7 Teilen. Das ist ja fast wie ein Tesla. Ja, so ein VW Polo hat 1 Million Teile drin. So ein Tesla besteht ja irgendwie auch nur aus 3,5 Teilen. David, du warst ein Jahr offline und du hattest Pipi in den Augen, als die Kiste hochfuhr wie Frankenstein. Mein lieber David, ja, ich habe das gelesen hier bei dir in der Streambeschreibung. Was ist los mit deinem Mikrofon? Ist bei dir der Blitz mal eingeschlagen oder was war da los? Leute, das war ja so ein Ding, ne? Ich gucke neulich meine Insta-Stories durch und hier, die Freunde von It's Brunch. Könnt ihr mal gucken? Meine Freunde hier von It's Brunch. It's? Ich kann jetzt nämlich auch Shoutout machen hier. Mal gucken, ob es klappt. Hier, meine Freunde von It's Brunch, dem Jungen, dem ist neulich ein Blitz ins Haus reingeschlagen und dann war sein PC war im Eimer und da musste er, glaube ich, sich einen neuen kaufen. Da konnten die ihr Bierpong nicht mehr streamen, er konnte sein Gaming nicht mehr streamen. Horror! Also wenn ich mir überlege, hier würde jetzt ein Blitz einschlagen. Doppik, du kennst dich doch aus. Doppik, wie schützt man denn seinen PC vor Blitzschlag und so weiter und so fort? Wie schützt man denn da den PC? Ich habe einfach so eine Steckerleiste mit so einem, mit so einer extra Knopf, mit so einem roten Knopf, dass ich die Steckerleiste an ausmachen kann. Und ich meine, da ist auch so ein Überspannungsschutz eingebaut. Keine Ahnung.
Mein lieber YouTube Reddick. Hä, Carlo, du kannst doch Spiele spielen und nebenbei Call-In machen. Mein lieber YouTube Reddick, da würde ich mal vorschlagen, mach du mal Call-In, rede mal mit echten Menschen, die echte Anliegen haben, und dann mach mal nebenher noch ein Game. Nein, wenn man Call-In macht, mein lieber Reddick, man muss beim Anrufer sein. Man muss tatsächlich versuchen, so viel wie möglich beim Anrufer zu sein. Da kannst du nicht nebenher noch Call-In machen. Okay, man könnte natürlich theoretisch ein witziges Spiel spielen und einen Kumpel oder irgendwen in die Leitung nehmen und dann kannst du mit dem ein bisschen labern. Würde ich aber sagen, das ist noch ein bisschen was anderes als Call-In, weil bei Call-In, das ist ja weniger so ein bisschen Gespräch unter Freunden oder so, sondern du musst ja nochmal nachfragen, du willst nochmal irgendwo tiefer bohren und so, du musst nochmal vielleicht zurückspringen im Thema. Also ich glaube, Call-In machen und Gaming nebenher, das glaube ich, wird man hier auf diesem Kanal so schnell nicht sehen. Reddick, wenn du das leisten kannst, das würde ich dann gerne mal bei dir sehen. Streamst du zufällig auf YouTube? Kann man da irgendwo reinschalten? Mein lieber Reddick. Ich traue ja auch Computer nicht so richtig, ne? Ich muss ja sagen, ich habe so ein Urunvertrauen. Ich habe kein Urvertrauen, sondern ich habe ein Urunvertrauen tatsächlich in PC-Technik. Ich muss sagen, es gab so eine Phase, ich hatte früher, da war ich noch, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Okay, da muss ich aber auch schon 14 gewesen sein. Aber Leute, als meine Generation 14 war, wir waren nicht so weit wie eure Generation. Ja, wir waren noch etwas, manchmal etwas furchtsam vielleicht, auch vor mancher Technik. Und ich hatte einen wahnsinnig hohen PC-Turm. Und dieser PC-Turm war von Peacock. Ja, und ich hatte immer so ein bisschen Angst vor diesem PC-Turm. Ich dachte immer so, vielleicht entwickelt er, kann der ein Eigenleben entwickeln oder so. Es war so ein bisschen, ich war schon 14, aber wir waren einfach anders 14 als ihr heute. Und das war so ein bisschen so, was macht der nachts? Macht dieser Rechner irgendwie nachts? Macht er sich manchmal an? Was macht er dann? So manchmal so. Habe ich so ein bisschen spooky, fand ich meinen unglaublich hohen Peacock PC-Turm. Und ja, deswegen bis heute habe ich so ein bisschen so ein PC-Urunvertrauen, muss ich sagen. Deswegen, ne? Ich denke dann so, Was stellt er so an, wenn ich nicht gucke? Schlägt da vielleicht ein Blitz rein? Ist mein PC geschützt? Löscht er sich selbst? Ich habe auch ein Urunvertrauen zum Beispiel meinen Bots auf meinem Discord gegenüber. Diese Discord-Bots, denen kannst du so viele Rechte geben, da habe ich so ein bisschen, ganz ehrlich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn die nicht aufpasst, eine Sekunde, dann löschen die deinen Discord, einfach weil sie es können. Die Technik, ne? Da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Sarah-Fee, du hast deinen Gameboy wiedergefunden. Ja, meine liebe Sarah-Fee, ich habe Super Mario zweimal in meinem Leben durchgespielt. Ancono, du hast dir einen Arbeitstisch gebaut und den PC innen rein, also der Tisch ist quasi das Gehäuse, wo du das gerade so schreibst. Wollen wir mal zurück hier. Wo du das gerade so schreibst. Da gibt es doch immer wieder so Memes von so crazy PC. Crazy PC-Konfigurationen. Ich meine, die Dinger hier kennt man ja. Die Dinger hier kennt man ja. Das ist ja der PC-Porno. Okay, ist jetzt ein bisschen klein. Das ist ja so, was man so hat, ne? So Neon hier, so, ich weiß gar nicht, wer den Trend losgetreten hat. Alles Neon, alles überall so die Belüfter, die funkeln irgendwie, alles dabei und so. Aber du sagst gerade, du hast so ein crazy PC dir gebaut. Hat man das nicht schon mal öfter gesehen, dass sich so Leute so ein PC in irgendwie in eine alte Brotdose reinbauen? Du weißt, was ich meine, ne? Oder in irgend so was ganz Skurriles sich den PC reindengeln? Sehe ich hier leider gerade nicht. Ein PC im Tisch? Am besten noch in so einem Rollcontainer drin. Ist denn dafür ausreichende Belüftung gesorgt oder wie muss ich mir das vorstellen? Aber diese ganzen Neon-PCs, ne? Das ist natürlich auch eine richtige Religion geworden. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Unser No Lantern hat auch so einen.
Überspannungsschutzleiste von Brennenstuhl. Gibt verschiedene Schutzklassen. Was denn? How dare you PC? Beste hat YouTube, hat Schnellkurse für PC-Software. Was heißt das Schnellkurse für PC-Software? Verstehe ich nicht. Eine Brennenstuhl-Überspannungsschutzleiste. Was ist das denn für ein Mördergerät? Die sieht auch schon so breit und mächtig aus. Brauche ich sowas? Was sind denn da noch für Dinger drin? Das hier kannst du ja auch noch im Fernseher durchlaufen lassen, dass dir der nicht durchknallt mit irgendwelchen Kabelempfangen. Mein lieber Let's Playboy, jetzt klär mich doch mal auf. Was ist PC-beste YouTube hat Schnellkurse für PC-Software? Was? Klär mich auf, mein Lieber. Keine Ahnung, was du meinst. Case-Modding, ja, das ist es im Prinzip, ne? Das muss ich suchen. Aber jetzt kommen wahrscheinlich sowieso trotzdem wieder nur irgendwelche hier Neon-Geschichten. Danke, Gambala, mein Lieber. Was ist das denn für ein Fluggerät? Ja, sowas meine ich. Ancono, dein PC, ich habe deinen PC gefunden, mein Lieber. Da ist er. Da ist er. Das ist Anconos PC, den er sich in seinen Arbeitstisch unten eingebaut hat. Noch mit schöner Festbeleuchtung dabei. Genau, Case Modern. Danke, Gambala. Nicht David schreibt, hab mit einem Raspberry P1 meine Art Laptop in einen Aktenkoffer geklebt. Also PC und Display sind jeweils ein Teil plus ein Kabel nach außen. Brennstuhl, Schutzleisten sind safe. Was, die können was normale Steckleisten nicht können. Fortrack Boy und hallo überhaupt erstmal. Lurkst du hier rum? Habe ich deinen Namen nicht vorhin schon mal gelesen, mein lieber Fortrack Boy? Und mein lieber Heini Heino. Ja, servus zurück, mein lieber Heini Heino. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut, mein lieber Heini Heino. Heute hier das Thema PC oder Konsole. Jetzt sind wir hier gerade mal über Konsolen, haben wir schon einiges besprochen. Jetzt sind wir hier ein bisschen beim PC hängen geblieben. Ah ja, okay, in so einem Plexiglas-Ding. Mhm, naja. Okay, ja, vielleicht so ein... Aha. Au, hier. In so einem R2-D2 drin, so ein PC. Das ist auch hübsch. Aber das ist schon hier, oder? Oh, jetzt bin ich hier irgendwie, wieso bin ich denn jetzt hier ganz weggesprungen? Aber dieses Ding hier finde ich schon auf eine angenehme Art und Weise strange, oder? Was ich für einen Rechner habe, mein lieber Let's Playboy, ganz klar für dich der PC, mein lieber Heini Heino, was ich für einen Rechner habe, ich habe einen HP Omen Rechner, aber der hat auch keinen richtigen griffigen Namen, also die Rechner von Acer, die haben so Namen wie Predator oder keine Ahnung, ja, so heißen ja die Acer Rechner, tatsächlich ist es so, mein HP Omen Rechner, hat so ein ganz komische, einfach so ein Zahlenkürzel. HP Omen / 347 irgendwas. So in der Art. Ist auf jeden Fall eine Nvidia-Grafikkarte drin und es ist ein Ryzen
oder Ryzen ein Ryzen 7 drin. Also der trägt mich noch ein paar Jahre, hoffentlich. Wenn ich denn an meine Brennstuhl-Schutzkontakt-Dingsbums denke. Vielleicht sollte ich darüber mal nachdenken. Was kosten diese Brennstuhl-Schutzkontaktteile? 1 Million Euro? Brennstuhl-Schutzkontakt. Leiste, sollte ich vielleicht mal eingeben. Brennstuhl-Schutzkontaktleiste. Vierfach-Steckdosenleiste mit Schalter weiß. Überspannungsschutz. Ja, mit 50 Euro bist du dabei, ne? Brennstuhl-Überspannungsschutz 1. Steckerleiste. Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Überspannungsschutz. Bei Konrad Elektronik. 45 Euro plus 6,49 Euro Versand. Aber 95% positive Bewertung. Okay. Das ist natürlich ein Mördergerät, ne? 50 Euro. Gut, andererseits 50 Euro ausgeben oder, keine Ahnung, in 1500 Euro PC verlieren und noch ein paar Monitore dazu. Das wäre natürlich doppelt schlecht. Das wäre tatsächlich doppelt schlecht. Let's Playboy. Let's Playboy. Risen. Mein lieber Let's Playboy, hast du einen Risen? Hast du einen Risen-PC? Hast du einen Risen-CPU drin? Warum hast du kein Intel? Das ist ja auch so eine Glaubensfrage. Was kann der Risen besser als der Intel oder was kann Intel CPU besser als ein Risen? Ist das nur eine Glaubensfrage oder ist das wissenschaftlich belegt? Was sagt Greta dazu? Das ist doch die Frage. Was hat die Nase vorn? 1,2 Millionen. Nein, tatsächlich 45 Euro. Mein lieber Heini Heino, so ein Schutzkontaktding. Die sicheren 15 Euro. Hör mal, die Brennstuhl, die war eben 45 Euro. Mein lieber David. Ja, hast du für immer, das stimmt natürlich, außer der Bitch legt dir rein. So wie das hier nur aus Holz und statt dem kompletten Raum unten hast du einen Teil mit dem PC über ein Drittel. So, mal gucken. Also, jetzt kommt jetzt ein bisschen Fantasie ist gefragt. Das ist quasi der Rechner von unserem Ancono. Das ist quasi der Rechner von unserem Ancono. Es ist quasi so eine Art Couchtisch, formschön, mit Apfelelement obendrauf und so einem kleinen Designmagazin unten drin. Materialmix von, ich sag mal, Holz und Glas. Und da unten hast du dir deinen PC reingebaut und der ist so freischwebend da drin. Müssen die PC-Teile nicht quasi von einem Gehäuse geschützt werden, dass da nicht so viel Staub dran fliegt? Oder wie sieht das aus? Exakt, mein lieber Let's Playboy. Risen hat eine bessere Multicore-Performance, deswegen habe ich auch einen Risen. So habe ich es jedenfalls dann verstanden, dass das besser ist. Wegen dem Multicore-Ding. Speed, du sagst es auch. Überhaupt erstmal herzlich willkommen, Speed. Ich habe, glaube ich, vorhin überlesen. Hier im Chat, mein Lieber. Danke für deinen Follow, mein lieber Speed 1337. Intel hat höhere Single-Core-Werte, AMD höhere Multithreaded. Ja, exakt. Deswegen bin ich auch beim Risen gelandet. Intel ist halt nur zum Spielen. Der Risen kann so viel mehr. So viel mehr als spielen. Brennstuhl sind Qualität. Doppik, mein Lieber. Danke dir auf jeden Fall für den Tipp. Ich habe ja immer Angst, dass irgendwas mit dem PC ist neulich. Hier hat so viel gewittert in der letzten Zeit. Da hatte ich schon immer Angst. Ich mache dann einfach diesen kleinen roten Knopf aus an der Schutzleiste. Reicht das denn schon, um den PC zu schützen oder muss ich den richtig vom Netz nehmen? Muss ich das rausziehen, wenn ich bei meiner ganz normalen Schutzleiste? Brennstuhl, das merke ich mir auf jeden Fall. Brennstäbe sind, glaube ich, teuer. Mein lieber Heini Heino, Brennstäbe sind auf jeden Fall ziemlich teuer. Nicht nur im Unterhalt, auch in der Entsorgung, mein Lieber. Kosten eine Million Jahre Geld. Single-Core ist wichtig für Spiele, da der Code nach und nach ausgeführt werden muss und kann kaum gleichzeitig ausgeführt werden. Okay. Tja, ich weiß nicht. Ich habe bisher ja nur so ein bisschen Counter-Strike gezockt, noch nichts Schwerwiegenderes. Deswegen, wo kriegt denn der Risen Probleme? Wo kriegt denn der Risen Probleme? Was kann ich denn mit dem Risen 7 nicht spielen?
Okay, wenn ich ganz sicher gehen will, dann immer die Steckerleiste rausziehen. Das ist die allerbeste Alternative. Macht das nicht dem PC irgendwie was, wenn der vom Stromnetz getrennt wird? Nee, ne? Da sind so kleine Batterien auf der Platine und irgendwie läuft die Uhr, diese Prozessoruhr oder wie soll ich das nennen, läuft irgendwie weiter oder wie sieht's aus? Also Leute, ich kenne ja wahnsinnig viele Leute, die immer ständig alle Stecker rausziehen, aber das ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Da, guck mal, du musst, was du alles rausziehen musst, dann hast du vielleicht einen Fernseher im Wohnzimmer, du hast einen Fernseher vielleicht noch im Schlafzimmer, du hast einen PC, du hast alles Mögliche und dann musst du immer alles rausziehen, ich sag mal, sobald du die Wohnung verlässt. Sonst zu Hause, wenn du da bist, kriegst du es ja noch mit. Andererseits, es gibt ja auch Blitzeinschläge, da gewittert es noch gar nicht. Es gibt ja auch Blitzschläge, wo noch gar nichts passiert ist. Du hörst kein Grollen, keine Ankündigung, nix und es schlägt bei dir rein. Das kann es natürlich auch geben. Ja, darfst du gar nie wieder was anschließen. Nie wieder was einstöpseln. Risen bekommt Probleme, wenn du die Settings runterschraubst. Aber warum, wenn ich die Settings runterschraube, warum kriegt ein Risen dann Probleme? Ich dachte, das ist gut, wenn man den entlastet in irgendwelchen Games und so. Speed sagt, okay, Die beide Prozessoren funktionieren, die Intel-Prozessoren und die Ryzen von AMD funktionieren auch. Beide können alle spielen, aber manche wollen die 5% mehr Leistung. Ja, das sind eben auch so Sachen. Dann habe ich mich hin und her informiert. Ich bin dann beim Ryzen geblieben, weil ich dachte, wenn ich streame ja nur über einen PC. Ich würde ja das Game und den Stream über einen PC laufen lassen. Und dann dachte ich so, diese Multicore-Sache macht für mich Sinn, mein lieber Speed. Und ja, aber tatsächlich, man liest natürlich immer davon, diese 5% mehr Leistung und so, dass das eben, ja, aber mein Gott, bin ich Profi oder was? Es wird ja wohl irgendwie, ne? Wird ja wohl gehen, ne? Die CMOS-Batterie kann leer werden und war bei mir so und musste sie wechseln. Ich verstehe. Meine Güte, aber wie lange hast du das Ding dann ausgeschaltet gelassen? Nee, jetzt muss ich gerade mal gucken, was habe ich hier angemacht. So muss es sein. Mensch, Ancono, ich wollte mir doch nochmal dein... Jetzt aber, Ancono, wo bist du denn jetzt wieder hin verschwunden? Das heißt, da unten drin, da ist im Prinzip jetzt dein PC, ist in so eine Art Unterschrank eingebaut, freischwebend. Wie muss man sich das vorstellen? Einfach hier unten so drin, steckt der PC drin. Die CPU wird mehr gefordert, wenn ich mit niedrigen Settings spiele. Also das ist das Erste, was ich höre. Wie kann das sein? Das ist doch ein Paradox. Settings runter. Leistung schlechter. Was ist das denn? Das ist so eine Welt, in der will ich doch gar nicht leben. Das klingt ja wie die Hölle für jeden Gamer. Willst du dir dein Spiel retten? Stellst du ein bisschen die Settings runter? Wird die Leistung schlechter? So geht es nicht. So geht es nicht. Ich glaube grundsätzlich, die Sache zwischen PC und Konsole ist halt auch ein Stück weit. Mit einer Konsole kannst du dich einfach irgendwie so identifizieren. Dann bist du so Team so und so oder so, ja? Und irgendwie, wenn du einen PC hast, hast halt einen PC. Ne, dann geht es los, okay, was für eine Prozessorvariante, Unterschiede sind manchmal marginal und so. Oder wenn du den PC selber zusammenbaust, dann hast du ja auch nicht irgendwie so eine Marke, die draußen dran steht an so einem PC-Gehäuse. Gut, dann gibt es so ein bisschen hin und her zwischen AMD und Intel oder Nvidia und diesen AMD-Grafikkarten und so. Okay, da kann man irgendwie sich noch drüber streiten ein Stück weit. Aber ich sage mal so, ne, es ist eben tatsächlich zwischen Konsolen, da hast du auch diese Markenkraft dahinter, du hast Werbespots für Konsolen, das prägt irgendwie deinen Kopf oder deinen Blick auf die Dinge und so. Und hier habe ich mal vorhin rausgesucht, die Geschichte der Konsole. Guck mal, womit es hier anfängt, das könnt ihr gar nicht lesen, ne? Hier unten, Magna Fox Odyssey, höre ich zum ersten Mal. Eine Konsole mit dem Namen Magna Fox Odyssey. ColecoVision, kenne ich gar nichts. Das sind alles so Atari-Vorläufer. Intellivisios, 1980, solche Sachen habe ich also gar nichts. Dann aber hier Atari 2600, September 1977. Dann gibt es das, hier kommt schon das Nintendo Entertainment System, Oktober 1985 rausgekommen. Und dann geht's los, ne? Die Sega-Systeme.
noch ein besserer, schnellerer Atari. Aus dem Atari raus noch ein Atari Handheld. 1989 gab es ein Atari Handheld. Aber Atari irgendwie offenbar abgestürzt. Das war so ein ganz anderer Zweig Atari, abseits von Nintendo und Sega. Und dann ging es natürlich hier. Der Nintendo Game Boy 1989. Dann hier Nachfolger aufs Nintendo Entertainment System, der Super Nintendo. Dann gab es hier Sega Game Gear. Das sind so Sachen. Ne? Dann gab es einen Game Boy Color. Was kam denn nach dem Game Boy Color? Der Game Boy Adventure. Dann kam der Nintendo DS. Aber warum hat man eigentlich diesen Game Boy, warum hat man eigentlich diesen Namen aufgegeben? Guck mal, aus dem Super Nintendo Entertainment System kam dann raus die Sony PlayStation, die erste, grau. Nicht so schön, die erste Sony PlayStation eigentlich, ne? Dann die PlayStation 2, die hatte ich auch, 2000 rausgekommen. Die habe ich mir aber, glaube ich, erst 2002 oder 2003 geholt. Nach der PlayStation 2 die PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 ist jetzt hier noch nicht drauf. Und hier, ganz abseits, guck mal, aus dem Sega-System, aus der Sega Dreamcast, hat sich die Microsoft Xbox entwickelt. Xbox 360, Xbox One, erschien 2013. Und PlayStation 4 kam auch 2013 raus. Das fühlt sich für mich an, als wäre die PlayStation 4 schon 10 Jahre am Markt, ganz ehrlich. Seit 7 Jahren. Ah, hier, und aus der Nintendo Wii. Ach, guck mal, das ist doch schon scheiße. Da kam aus der Nintendo, aus dem GameCube, kam irgendwie, nächste Variante war Nintendo Wii. Und dann Nachfolger von Nintendo Wii, 6 Jahre später, 2012, war Nintendo Wii U, aber dann in einem schwarzen Gehäuse. Wie scheiße ist denn ein schwarzes Gehäuse? Die Nintendo Wii sah aus wie die Zukunft, hat irgendwie blau geblinkt und so. Und danach die Nintendo Wii U in schwarz? Was soll das denn? Nö, das ist ja auch irgendwie nix, ne? GameCube, wer von euch hatte denn ein GameCube? Nintendo 64 war auch noch so ein Ding, ne? Hatten auch viele. Nintendo 64 und Sony PlayStation, irgendwie so ein bisschen parallel. Sony PlayStation 95 rausgekommen und Nintendo 64 96. Fragst du dich auch, was das soll? Was ist das für eine Modellpolitik? Warum tut man sowas? Oh, Doppik, ausspähen, nächste Thema. Sicherheit vor Ausspähung. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ancono, du bist wieder da. Die Lüfter in deinem Tisch-PC haben eine Art Fenster mit Staubfilter und das Mainboard sitzt auf einem ähnlichen Konstrukt wie in einem Gehäuse. Allerdings an einer der Wände statt wie normal waagerecht. Der Teil mit dem PC ist in sich geschlossen. Ich verstehe. Ah, deswegen, komm, machst du ein bisschen staubgeschützt und so. Oh, man kennt das ja vom Laptop, ne? Ich bin ja so eine Laptop-Sau. Ich pflege meinen Laptop nicht besonders. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst und viele Macs und so haben, glaube ich, schon den Geist aufgegeben bei vielen Leuten, weil da zu viel Staub drin war. Ne, die Leute benutzen, beim Laptop ist natürlich so, der steht nicht immer auf dem Schreibtisch, der Schreibtisch ist vielleicht noch relativ fusselfrei, aber so ein MacBook oder so ein Laptop oder so, den hat man auch gerne mal mit im Bett, auf dem Sofa und da hast du viel mehr Fussel und Staub aufkommen und so, was weiß ich, Hautschuppen, ja, als irgendwie, keine Ahnung, wenn du ganz normal mit dem Laptop am Schreibtisch sitzt, ne? Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass mir irgendwie mein MacBook verstopft. Ja, mein lieber Doppik, diese Threadripper-Geschichten, das ist ja schon für 3D-Darstellung von irgendwelchen, was weiß ich, wenn ich für BMW ein Auto bauen, designen will oder so, ne? So weit treibe ich es ja nicht. Ancono, bei dir dein Untertisch-PC, ähnlich wie ein dicker Tischfuß, nur auf der linken Seite. Ich verstehe. Wie kommt man an Kono? Wie kommt man auf so eine Idee, sich so einen PC zu bauen? Wie kommt man auf so eine Idee? Dass man da komplett auf ein klassisches Gehäuse und so weiter verzichtet? Das ist überhaupt mal die Frage. Und Leute, das hier ist die Call Carlo Show. Mein Name ist Carlo. Heute mal als richtiger Gameboy-Fanboy hier mit PlayStation 2 Controller und mit dem kleinen Wii-Ding, ja? Kennt ihr Boxen auf der Wii noch vielleicht, ja? Hier habe ich alles gefunden.
mit dem Bändel, dass dir beim Bowling das Ding nicht in den Fernseher fliegt, obwohl es da wunderschöne Fail-Videos gab. Leute, mein Name ist Carlo, das hier ist die Call Carlo Call-In Show. Und meine lieben PC-Fans, meine liebe Konsolenfreunde, das hier ist heute das Thema PC oder Konsole. Und ihr könnt jetzt noch reinkommen hier in die Sendung zum Thema PC oder Konsole. Zum Beispiel unter der 01752527575 mit einer Flatrate quasi kostenfrei oder für ein paar Cent die Minute, wenn ihr keine Flatrate habt oder wenn ihr komplett abgebrannt seid, weil ihr schon eine Anzahlung auf die neue PS5 gemacht habt und ihr seid abgebrannt deswegen. Ja, Leute, dann könnt ihr auch reinkommen in die Sendung, zum Beispiel über den Discord. Mein lieber Bambi, mein liebes Bambi, hallo, mein Lieber, wie geht es dir? Du bist dabei, wolltest du nicht mal anrufen? Mensch, dann nehme ich dich jetzt rein in die Sendung. Wenn du Bock hast, ruf mich hier heute an zum Thema PC oder Konsole, mein lieber Bambi. Mein liebes Bambi. Heute Thema PC oder Konsole. Ich glaube, Bambi, du bist, du warst lange ein Konsolenmann. Du bist irgendwie auf den PC umgeschwenkt. Kann das sein? Du warst lange ein Konsolenmann und bist auf den PC umgeschwenkt, mein liebes Bambi. Kann das sein? Irgendwie habe ich da sowas im Gefühl. Und Ancono, für dein Ding, du hattest schon einen PC, aber keinen Tisch und zu wenig Platz und du dachtest, die Füße normal sind eh hohl. Komm, dann baue ich mir mal. Was hast du dir denn, Ancono, in dieses Tischchen reingebaut? Ist das auch richtiger High-End-Superleistungs-PC? Kann man davon eigentlich ein Bild irgendwo sehen? Das musst du mal fotografieren. Das musst du mal auf Twitter, auf irgendwo hin. Das geht viral. Also es würde mich jetzt schon mal interessieren, ehrlich gesagt, wie es aussieht. Aber gut, du hast gesagt, die Klappe ist zu, der ist abgeschlossen, den kann man jetzt auch nicht frei sehen oder so. Verstehe. Ja, und überhaupt die Kühlung. Das ist auch ein Glaubenskrieg unter den PC-Leuten, ne? Wasserkühlung, Luftkühlung, solche Sachen. Bambi, jetzt lass mich nochmal raten, was deine Konsole war. Erst hätte ich jetzt gedacht, deine Konsole wäre vielleicht eine Xbox gewesen. Aber dann hätte das mit dem PC keinen Sinn gemacht. Ja, du bist, mein lieber Bambi, du bist so ein PlayStation-Mann, glaube ich, ne? Mit welcher PlayStation hast du angefangen? Mit der PlayStation 3 vielleicht? Nicht? Dann bist du von der Xbox, mein lieber Bambi, bist du auf den PC umgestiegen? Warum? Die Xbox ist doch quasi ein PC. Oder nicht? PlayStation, ja. PlayStation, im PlayStation-Mann, genau. Ja, exakt. Ach ja, gut, okay. Chat, ja, genau. Ja, mein Signal, das rausgeht, der Chat, der reinkommt. Ich verstehe. Ja, PlayStation. Oh, die PlayStation. Das war auch so, weißt du, auf der PlayStation, da hast du so Sachen gezockt, jedenfalls auf der PlayStation 2. Da kamen dann diese ganzen Games raus hier. Tony Hawk, Skating. Ich glaube, Tony Hawk ist eigentlich erst mit diesen PC-Games, ist der Milliardär geworden, oder? Da konntest du so durch die Halfpipe und konntest irgendwelche Kombinationen eingeben hier, wie ein Bekloppter, bist du durch die Halfpipe gefahren, Tony Hawk, Skateboarding, Tony Hawk, Halfpipe und dann bist du Anlauf und dann hoch in die Luft und dann wurde eingeblendet. Dreieck, X, Kreis, Viereck, hoch, runter und dann musstest du einmal drehen und dann hast du ein 1080 3 Wheelie Quarter Pounder mit Käse, hast du dann hingelegt da auf der Halfpipe. So war das irgendwie, oder? So war das immer mit Tony Hawk auf der PlayStation 2. Ich glaube, dadurch ist Tony Hawk irgendwie, ich möchte mal glatt sagen, Milliardär geworden durch diese Titel. Das ist so ein bisschen wie, wusstet ihr jetzt Steve Jobs? Steve Jobs ist nicht mit Computern Milliardär geworden, sondern er war doch dann raus bei Apple und dann ist er bei Pixar eingestiegen, diese Produktionsfirma, diese Hollywood-Filmproduktionsfirma, die diese ganzen Animationsfilme ganz früh gemacht hat. Und dann haben sie irgendwie, die haben doch auch gemacht irgendwie das mit diesem Cowboy und mit diesem Astronauten, Toy Story und so. Und dann haben sie Pixar an die Börse gebracht und damit wurde Steve Jobs zum Milliardär, nicht mit Apple. Und da hatte er schon eine riesen Apple, seine erste Apple-Karriere war da schon hinter ihm. Dann hat er ja Pixar gemacht und hat dann diese andere Computerfirma gehabt, Next oder so. Aber Milliardär wurde Steve Jobs tatsächlich mit dem Pixar-Studio, nicht mit den PCs, beziehungsweise nicht mit den Macs. Du
Du hattest noch eine PlayStation 1, Bambi, mein lieber Bambi. Ja, ich muss sagen, im Nachhinein sehe ich die ganze PlayStation-Sache, ich sehe diese ganze Konsolensache auch, es ist, das merkst du ja nicht, wenn du jung bist, aber es ist natürlich irgendwie auch ein ästhetisches Erlebnis. Es ist irgendwie auch ein ästhetisches Erlebnis, die PlayStation 2, dieser schwarze Monolith, den konntest du hinlegen, den konntest du hinstellen. Die PlayStation 1, die war halt so grau, aber irgendwie hat die auch was gehabt, obwohl sie so grau war. Ich habe mich eben erschrocken, dass der Nachfolger von der Wii, die Wii U, schwarz war. Die Wii war ein zeitloser, fantastischer Klassiker, ein Designelement. Und die Wii U war irgendwie schon wieder komisch. So ein schwarzer Klotz? Warum denn bloß? Mein lieber No Lantern, da bist du wieder. Hast du dir jetzt was zu essen reingeschaufelt oder was? Streamt ihr heute nochmal, mein lieber No Lantern? Wie geht's mit eurem Streaming-Event weiter? Macht ihr heute noch was? Setzt ihr euch heute raus? Raucht eine? Hat dir der Airline das Vapen beigebracht? Koch, streamt ihr gerade, mein Lieber? Was macht ihr da drüben? Ja, Nintendo, du isst ein Rap. Dann sagt der Airline wieder, du musst zu viel auf Toilette, mein Lieber. Mein lieber Let's Playboy, du magst Nintendo nicht. Also ich muss sagen, von diesem ganzen Markending, ne, und von auch so vom Look her, ich finde einfach, Nintendo ist sowas von legendär mit diesen ganzen Super Mario-Geschichten und so. Aber auch dieses Logo und irgendwie Nintendo hat einfach sowas ganz Eigenes. Ich finde auch, Nintendo ist so wahnsinnig japanisch auf eine ganz komische Art und Weise. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Nintendo ist so japanisch irgendwie. Ich weiß noch, wo dieser Entwickler oder dieser Chef von Nintendo die Wii präsentiert hat. Dann stand er da und hat irgendwie Tennis gespielt und so. Und es ist aber immer dieses Nintendo-Logo. Also bei Sony denkt man irgendwie nicht sofort an Japan oder so. Das ist irgendwie so globaler. Aber Nintendo ist einfach Nintendo. Und Nintendo macht nicht noch irgendwelche Fernseher und Nintendo macht nicht noch irgendwelche, was weiß ich, Laptops, sondern Nintendo macht einfach Konsolen und was weiß ich, Handheld-Konsolen. Das Einzige, was ich bei Nintendo vielleicht nicht ganz verstehe, ist, warum hat man diesen Markennamen Game Boy? Warum hat man den Markennamen Game Boy aufgegeben? Sowas verstehe ich nicht. Weil das irgendwie Game Girls, es gibt ja auch Game Girls, deswegen kann es keinen Game Boy mehr geben. Warum nennt man seine kleinen Handheld-Dinger Nintendo DS? Das ist doch kein Name. Oder Nintendo DS 360. Ich meine, da muss ich mir doch wenigstens irgendwas Geiles ausdenken, einen geilen Namen dafür. Nintendo, was weiß ich, aber mindestens in der Ebene Game Boy. Ihr streamt heute nicht mehr, mein Lieber. Ja, dann genießt jetzt erstmal deinen Rap. Ihr seid wahrscheinlich fertig von eurem Fenlo-Ausflug, mein lieber No Lantern. Und dann genießt erstmal den Abend, dann seid ihr morgen wieder live wahrscheinlich, ne? Mein Lieber. Ja, man kann sich auch overstreamen. Ne? Zu viel machen. Geht auch. Mit Leichtigkeit. Hängst du wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Im Style. Du grüßt uns alle herzlich aus dem LKW. Hallo, mein lieber Imstyle 410. Erstmal überhaupt danke für dein Follow, mein lieber Imstyle. Du grüßt uns aus dem LKW. Wahrscheinlich im LKW während des Fahrens Konsole zocken ist schlecht, ne? Kannst du höchstens irgend sowas auf dem Tablet mit Stimmsteuerung machen oder so. Wie vertreibt man sich, wenn man fährt, die Zeit im LKW? Man muss immer die Augen auf der Straße haben, Zeitung lesen. Zeitung lesen machen wahrscheinlich einige, ne? Kannst nur Radio hören. Fernsehen gucken natürlich. Fernsehen läuft wahrscheinlich, so ein kleiner Bildschirm. Mein lieber Imstyle, wir grüßen dich zurück in dein LKW, mein Lieber. In dein LKW grüßen wir hinein, mein lieber Imstyle. Machst du Pause? Hast du Feierabend? Hast du die Hände frei? Kannst du schreiben, ob du ein Konsolen- oder ein PC-Mann bist? Also ich habe jetzt hier mitgeschrieben, ne? Wir hatten jetzt hier in der Abstimmung vorhin war pari pari. Abstimmung war Konsole und PC gleich auf. Aber in der Sendung hier hatten wir heute drei PC-Männer, zwei Konsolenanrufer. Und ich sag mal, gut, unsere Sarah-Fee zählte doppelt, die hat sich für Smartphone ausgesprochen, weil sie ihr Ladekabel irgendwie nicht wiederfindet für ihre Handheld-Konsole. Irgend so ein Nintendo-Ding, habe ich jetzt vergessen, was das war. In der Sendung hatten wir drei PC-Männer, drei PC-Menschen, zwei Konsolen-Menschen und ein Smartphone-Menschen, sag ich mal. Was ist ein Slow-Mode? Mein lieber Let's Playboy, ich habe den Slow-Mode immer drin. Ich habe tatsächlich den Slow-Mode immer drin, ne? Weil
ist einfach für mich besser zu nachzuvollziehen, dann der Chat ganz einfach. Im Style, du hast tatsächlich schon Leute gesehen, andere, die haben ihre, ja, du redest haben ihre Fußnägel gemacht. Ja, also du hast es vielleicht live sogar gesehen, du hast da aus deinem Führerhaus eine ganz andere Sicht auf die Dinge, mein lieber Im Style. Nee, aber tatsächlich, es gibt ja auch immer wieder Dokus im Fernsehen, wo dann gezeigt wird, was tatsächlich manche LKW-Fahrer alles noch nebenher machen. Was die alles nebenher machen. Da wird gekocht nebenher, da wird sich irgendwie auf ein Rührei auf dem Beifahrersitz gemacht, ach, keine Ahnung. Alles Mögliche. Das mit der Fußpflege glaube ich dir sofort. Und mein lieber Imstyle, worum geht es hier in diesem Kanal? Was für eine Art kannst du erwarten? LKW-Fahrer, während ihr Arbeitszeit gucken Sie Twitch. Mein lieber Imstyle, hier auf diesem Kanal siehst du eine Call-In-Show. Eine Call-In-Show hier auf Twitch. Die Leute können tatsächlich anrufen hier unter dieser Nummer oder über den Discord können sie ja reinkommen in die Sendung. Heute hatten wir schon ein paar Anrufer. Derzeit habe ich keinen Anrufer. Die Leitung ist frei. Das mal nur so nebenbei. Mein lieber Imstyle, ich bin der Carlo. Ich mache hier eine Call-In-Show auf Twitch. Das hier ist der kleine Call-In-Eckladen auf Twitch. Heute reden wir über PC oder Konsole. Wir haben ja aber auch schon über Haustiere gesprochen, über Döner, über Burger, über Eis. Wir haben ja gesprochen über Sucht, wir haben ja gesprochen über Selbstzweifel, über Schuldgefühle. Um all das geht es hier in der Call Carlo Call-In Show. Immer wechselnde Themen über Gott und die Welt. Manchmal ein bisschen was Handfesteres und Schwereres wie das Thema Sucht. Manchmal auch, oder na, ich möchte mal sagen fast zu 70-80%, die etwas leichteren Themen wie zum Beispiel PC oder Konsole heute. Obwohl, vorhin im Chat ging es auch schon hoch her zum Thema PC oder Konsole. Das sind Glaubensfragen. Soll ich mir wirklich eine Xbox holen? Bin ich nicht mit dem PC besser aufgestellt? Oder andersrum? Das sind wirklich die Glaubensfragen, die die Welt bewegt. Und heute klären wir das hier mal ein für alle Mal in der Sendung, ob PC oder Konsole. Leute, ich hatte bisher hier als Anrufer, ich hatte mehr PC-Menschen als Konsolenmenschen hier in der Sendung. Also wenn es nach meinen Anrufern geht, hat die Konsole klar gewonnen, möchte ich mal sagen. Die Konsole ist vorne. Im Style, wenn du noch ein bisschen warten kannst, du brauchst noch 6 Kilometer bis zum nächsten Kunden, dann meldest du dich aus deinem digitalen Gerät aus und vielleicht rufst du gleich an, weil du Bock drauf hast, mein Lieber. Ja, also die Call-Carlo-Show gibt es auf jeden Fall. Call-In mache ich hier 2-3 Mal die Woche, mein lieber Im Style. Also mittwochs, donnerstags, freitags gibt es hier in der Regel Call-In-Shows. Dann sitze ich hier vom Vorhang mit einem bunten Hemdchen und dann könnt ihr mich immer zu wechselnden Themen anrufen. Also Call-In-Show gibt es hier 2-3 Mal die Woche auf dem Kanal. Ich gehe aber auch raus, ich mache Outdoor Streams, ich melde mich aus dem Wald oder ich stehe vor einer Neonwand und dann, ja, gestern habe ich hier irgendwelche Kellerkisten mit euch zusammen ausgemistet, also hier ist immer ein bisschen Abwechslung bei Call Carlo, also es gibt nicht immer Calls, aber doch meistens gibt es hier immer noch Call-In, aber es wechselt ein bisschen ab, mehr als auf jeden Fall zwischen März und Juni, Juli habe ich hier nur Call-In gemacht, da saß ich immer hier, wo ich jetzt sitze, seit Juni, Juli ungefähr gehe ich auch mal raus, mache auch mal was anderes und. Let's Playboy, dann bist du auf jeden Fall versorgt mit der Suchtprävention, mein Lieber, in der Schule. Ja, da sage ich mal so, ne? Da sage ich mal so, pass gut auf beim Thema Suchtprävention. Mein lieber Let's Playboy Live. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Mensch Carlo, jetzt hast du gerade gesagt, du machst mittwochs, donnerstags, freitags tendenziell immer Call-In-Shows. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist denn dein nächstes Thema, Carlo? Heute hast du hier Thema PC oder Konsole. Ihr fragt euch natürlich, Carlo, was hast du morgen für ein Thema? Ja, und morgen habe ich mir überlegt, machen wir mal ein ganz schönes Thema. Ich muss nur noch mal gucken, in welcher Reihenfolge ich mir das überlegt hatte. Morgen machen wir das Thema, also das Thema morgen stellt euch eigentlich eine Frage. Morgen machen wir das Thema, was würdest du tun, wenn du 10 Millionen im Lotto gewinnen würdest? Morgen das Thema in der Sendung, morgen ab 20 Uhr am 21.08. in der Freitagsausgabe von der Call Carlo Show. Leute, morgen machen wir schon die 81. Folge von der Call Carlo Show. Morgen ist das Thema, was würdest du tun,
wenn du 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Das ist das Thema hier morgen in der Show. Ich kündige es noch an, auf jeden Fall auch auf Insta. Das Thema morgen um 20 Uhr ist, was würdest du tun, wenn du 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Ja, da bin ich gespannt, was ihr für Ideen habt. Würdet ihr eine Stiftung gründen? Würdet ihr, keine Ahnung, euch ein Riesenhaus bauen? Würdet ihr nur noch auf Reisen sein? Und so weiter und so fort. Das ist das Thema morgen. Das ist auf jeden Fall das Thema morgen. Das Thema morgen ist, was würdest du tun, wenn du 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Mein lieber Imstyle, kleine Information, du redest über Sprachsteuerung und die Autokorrektur T9 mag mich nicht. Mein Lieber, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der wirklich tatsächlich, wo T9 sagt, ich bin dein Freund. Sowas gibt es, glaube ich, überhaupt gar nicht. Dass T9 sagt, hier, ich bin dein Freund. Sowas gibt es einfach nicht. Da glaube ich nicht mehr dran. Da glaube ich tatsächlich nicht mehr dran. Leute, soll ich mir eine PlayStation 5 holen? Werde ich dann nicht spielsüchtig? Stürze ich dann nicht total auf Spielsucht ab? Ich habe es, glaube ich, neulich schon mal in irgendeiner Sendung angedeutet. Ich bin so ein bisschen, dass ich sage, ich würde mich in meinem Leben gerne nochmal in einem Game verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Weil als Teenager oder so, oder meinetwegen auch nochmal Anfang 20, da konnte man nochmal so ein bisschen lost gehen in irgendwelchen Games. Weißt du? Das ist irgendwie, ich sag mal, ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Das ist einfach irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Man hat die Zeit nicht mehr, man muss arbeiten, man hat irgendwie andere Sorgen und keine Ahnung, einmal noch sich so ein bisschen in so einem Game verlieren. Das wäre eigentlich geil. Aber wann? Wie? Wo? Hier on stream, irgendwie nachts, so eine Samstagnacht. Aber das ist ja auch nicht so, wie ich das meine, ne? Sondern wirklich tagelang GTA und so. Es ist so, vielleicht romantisiere ich das auch. Das war so eine Zeit, da hat man das vielleicht irgendwie so ein Stück weit gemacht. Vielleicht romantisiere ich das auch so ein Stück weit, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber andererseits denke ich so ein bisschen, das irgendwie reizt mich das. Irgendwann hatte ich mal so ein bisschen abgeschlossen mit dem Gaming, dass irgendwie hatte man andere Interessen und so. Aber in so eine Welt eintauchen und die Spiele sind auch wirklich richtig gut geworden und die Grafik ist immer besser geworden und so. Und das ist irgendwie, das ist so eine romantische Vorstellung. Wahrscheinlich, aber keine Ahnung, zieht dann Frau Carlo aus, ich habe keine Jobs mehr, keine Ahnung, ich gehe dann total lost. Das ist doch eigentlich auch nichts, ne? Das ist doch eigentlich auch nichts. Falsche Ausfahrt im Style, mein Lieber. Jetzt hat der Kunde für dich den Lieferslot reserviert und jetzt bist du dran vorbeigesaust. Jetzt bist du dran vorbeigesaust, tatsächlich an der Ausfahrt, mein lieber im Style. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Leute, heute das Thema PC oder Konsole. Und ein Anrufer nehme ich jetzt noch rein. Das hier ist die Call Carlo Call and Show. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr hier heute reinkommen in die Sendung zum Thema PC oder Konsole. Es ist ein Glaubenskrieg. Es ist ein knallhart umkämpftes Thema. Seid ihr der PC-Mensch oder seid ihr der Konsolenmensch? Oder wenn ihr der Konsolenmensch seid, seid ihr Team Xbox oder seid ihr Team PlayStation oder seid ihr Team Nintendo? Ja, Leute, dann könnt ihr reinkommen hier in die Sendung zum Carlo. Das hier ist die Call Carlo Call and Show. Ich kann hier stundenlang labern. Aber das wird nur eine richtige Call-in-Show. Wenn hier Leute anrufen, meine Lieben, ich finde immer noch irgendwo ein Wort, aber zusammen wird es ja ein viel besserer Stream, dann wird es die beste Call-in-Show aller Zeiten. Auf jeden Fall die beste Call-in-Show, wo Call Carlo dran steht. Meine lieben Leute, heute das Thema PC oder Konsole. Ihr könnt hier in die Sendung kommen unter der 0175-252-7575 oder ihr könnt hier reinkommen über den Discord. Auch das geht. Dann könnt ihr hier reinkommen in den Warteraum für Anrufer und dann können wir auch quatschen. Die 0175-252-7575 heute zum Thema PC oder Konsole, die erreicht ihr unter, ich sage mal, mit einer Flatrate, dann erreicht ihr diese Nummer hier quasi kostenfrei. Ohne Flatrate kostet es nur ein paar Cent die Minute. Oder ihr kommt über den Discord rein in die Sendung. Das geht natürlich auch. Im Warteraum sehe ich aber gerade keinen. Meine Lieben, heute das Thema PC oder Konsole. Und morgen ab 20 Uhr ist hier das Thema, was würdest du tun, wenn du 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Das ist morgen ab 20 Uhr das Thema. Meine Lieben.
Das soll's für heute gewesen sein. Hier mit der Sendung, meine lieben Leute, das war das Thema PC oder Konsole. Ich zähle mal so ein bisschen. 5, 4, 3, 2, 1. Sehe ich noch jemanden? Ruft noch jemand an? Meine lieben Leute? Nein? Ich glaube nicht. Dann sehen wir uns morgen wieder. Liebe Leute, danke fürs Dabeisein. Danke für eure Follows. Danke für euren Zuspruch. Danke für euren Support. Danke für eure Anrufe. Meine lieben Menschen, ich danke euch für das Interesse hier an der Call Carlo Show. Das soll es hier für heute gewesen sein. Morgen ab 20 Uhr bin ich wieder da mit einem neuen Thema. Und das Thema morgen ist, was würdest du tun, wenn du im 10 Millionen Euro im Lotto gewinnst? Das ist das Thema morgen ab 20 Uhr. Das hier war es mit dem Thema PC oder Konsole. Und morgen das Thema ist, ja, was würdest du tun mit einem Lottogewinn von 10 Millionen Euro. Morgen ab 20 Uhr bin ich wieder live mit der Call Carlo Show. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, aber es ist auch schon wieder so, irgendwie funktioniert mein PC nur halb, meine Browser und so weiter. Hier lädt nichts. Warum lädt denn hier nichts? Was ist denn jetzt los? Also irgendwas ist aber auch immer. Vorhin hat meine Maus geklemmt, das war auch schon ganz komisch. Das hatte ich auch zum ersten Mal, eine Ruckelmaus. Fehler beim Laden von Twitch, jetzt kann ich mein Profil nicht laden. Es wird immer besser. Ich sehe meinen Chat nicht. Jetzt habe ich es geschafft. Es geht doch! Den schon drauf machen.